So, einen wunderschönen Abend. Montagabend haben wir. Und ich freue mich, heute dabei zu sein hier für dieses Banger-Game, was uns bevorsteht. Es sollte der vierte Spieltag sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Und wir stehen ja bisher hier auf Seiten von HIVE 6-0, ne? Wenn ich hier nicht komplett daneben bin. Nee. Ich habe ja gestern sogar selber zuschauen dürfen, wie, ja, ne, auf der anderen Seite, auf Seiten von Black Eyes, wie da für sie leider 0-2 rausgekommen ist. Für Project HIVE natürlich umso schöner, dass das Division 4-Team jetzt eben, ich sag's gerne nochmal, 6-0 steht im Moment. Und heute, da wird man sich natürlich nochmal freuen, über 2 Siege. Ja, ich habe hier natürlich auch noch einen wunderbaren Co-Caster dabei, der gerade noch so ein bisschen Technikkram machen darf im Hintergrund, aber ich begrüße natürlich auch dich jetzt ganz, ganz herzlich. Ja, danke schön. Ja, wie ihr es gerade seht, ne, das Twitter-Ding ist auf einmal nicht da. Wir haben es eben gerade mal alles durchgecheckt. Alles hat funktioniert. Du startest den Stream und alles geht kaputt. Aber das soll uns nicht aufhalten, weil ja, wir haben hier heute ein schönes Prime League Match, was wir casten dürfen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, ne? Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin mal gespannt, was HIVE Frost so an den Start bringt. Und die Jungs springen auch direkt rein in ihr Champions League. Wir sind ja auch schon, ne, 6 nach. Ich würde sagen, dann springen wir auch direkt rüber und schauen uns das Ganze mal an. Los geht's in die Champ Select und wir haben den ersten Bann. Oh, Belveth. Oh, da kann man jetzt viel drüber reden. Der Champion ist anscheinend jetzt freigegeben. Wurde der schon mal irgendwie gespielt jetzt in Competitive so? Er wurde jetzt noch nicht so viel gespielt. Also ich sehe sie eigentlich hauptsächlich auch nur Band. Ich glaube, ich habe sie in der Division 3 jetzt einmal gesehen. Da bin ich ja auch unterwegs mit einem Team. Dementsprechend, ja, relativ überraschend. Gerade der Champion, ich finde ihn gerade auch nicht ganz so stark, weil die Execution ist relativ schwierig. Aber hey, man hat ein bisschen Angst davor. Man weiß nicht, wie man gegen ihn spielt und let's go. Aber Seraphine, Yumi, Banz, ach, weg mit den Enchantern. Ja, also ich muss gerade auch sagen, die Katze und die Sängerin, die beiden, die wollen wir nicht sehen. Das ist zum Healen, das ist zum Nicht-Töten. Das ist ja langweilig, ja, sowas will man nicht. Nee, wir haben bisher ja sehr viel Potenzial da zum Töten eben. Ja, wir haben die Senna, ja okay, die kann auch healen und so. Aber die Gwen, da sind meine Augen natürlich am Glänzen, weil Gwen, ich finde Gwen immer noch so stark einfach. Auch kleine Nerfs hat sie ja bekommen, aber immer noch richtig stark. Dazu noch eine Renata Glas, um dann eben vielleicht die Gwen auch noch ein bisschen zu enchanten. Der Hostile Takeover ist natürlich hier eine absolut wichtige Ultimate. Auf der anderen Seite, ne, der Draft, der geht rassig schon weiter. Wir sehen hier Volibear, wir sehen Swain. Wir sehen auch die Teams, die sind auf jeden Fall ready und wissen, was sie picken wollen. Ja, Volibear ist halt auch so ein Jungler, so, den sieht man halt gefühlt in so einem Double Prime League Match halt mindestens einmal. Also Volibear ist wirklich dieser Go-To-Pick im Moment gerade im Jungle. Der ist so ein bisschen, der erinnert mich so ein bisschen an letzte Season Xing Cao. Also wenn du keine Ahnung hattest, was du spielen willst und was überall reinpasst, dann hast du Xing Cao gepickt. Jetzt ist es Volibear. Na, der Champion kann halt alles. Er ist tanky, er macht Schaden, er hat ein gutes Early-Game. Er kann gute Ganks bringen, Tower-Diven. Also was willst du am Ende des Tages halt mehr? Und Swain finde ich halt recht interessant. Es könnte sich vielleicht sogar um eine Fasting-Bot-Senna dann dadurch handeln. Bin ich mal gespannt. Und Azir wurde jetzt auf R3 gepickt. Auch interessant. Bisher muss ich sagen, sind jetzt noch nicht so die Überraschungspicks dabei. Sieht man wirklich sehr, sehr viel von den Picks her. Aber die Bands überraschen mich. Also gerade jetzt zum Beispiel Poppy finde ich sehr, sehr interessant. Und jetzt auf der anderen Seite MF. Sind so zwei Bands. Ja, Poppy hat ihre Berechtigung, genauso wie MF. Aber ich sehe jetzt noch nicht unbedingt, wie ja, wie die beiden Picks jetzt so hart ins Spiel reinkommen können. Aber die Teams haben sich gegenseitig gescoutet, ne? Das ist ja halt auch immer so eine Sache. Ne? Da geht man natürlich auch gerne auch mal auf den einen oder anderen Comfort-Bun des Gegners. Ja, Comfort-Bun sagst du. Und der Yone, das wäre für mich auch Comfort. Ich hasse es, gegen diesen Champion zu spielen. Ist halt super stark. Auch Jinx. Ja, wahrscheinlich Target, aber halt auch, ja, Powerhouse nenne ich es jetzt einfach mal, weil Jinx auch super starker AD Carry im Moment und selber hat man ja schon die Senna, da kann man so ein bisschen rumflexen. Was meinst du jetzt hier, eine Senna Swain Botlane oder sehen wir da noch was ganz anderes? Hallo?
Mein Mikrofon war einfach, ist einfach ausgefallen. Also heute ist es technisch wirklich nicht gut. Also technisch muss ich wirklich sagen, flippe ich gleich aus. Das, was ich gerade sagen wollte, also Botlane, technisch hast du halt schon die Renata gepickt, jetzt noch den Varus dazu auf R4. Und somit weißt du eigentlich, du spielst gegen eine Botlane, die eh mehr jetzt über Range kommt. Bedeutet, Fasting Sender ist so. Sie wurde ja gebufft als ADC, ja? Also die Dropchance der Souls ist ja gebufft worden. Jetzt ist halt so die Sache, du hast halt keinen Melee, wo du jetzt großartig viele Autotext drauf machen kannst, ohne jetzt mal selber dafür gepunished zu werden. Dementsprechend ist jetzt halt noch so ein bisschen die Frage, soll man dann wirklich die Fasting-Sender spielen? Aber es sieht sehr, sehr stark danach aus. Wir haben jetzt Silas und Yasuo. Selbst wenn man den Swain irgendwo anders hinschiebt, aktuell es ist kein klarer Botlaner gepickt worden. Jetzt kommt sogar noch die Camille raus. Und damit ist es klar, das wird höchstwahrscheinlich eine Fasting-Sender werden oder der Swain-Support. Wobei halt auch Swain wieder so eine Sache ist, er ist ein unglaublich stark, also er ist in einem unglaublich guten Spot im Moment. Gerade dieses Rylai-Bild ist wirklich Cancer. Also da hast du halt auch einfach keinen Spaß, weil du kommst davon nicht weg. Aber du brauchst halt mit Swain halt auch dann 2 bis 3 Items, bis dieser Pick aufpoppt. Und dementsprechend, glaube ich, wäre es schon nicht verkehrt für den Swain, wenn er in Farm kommen würde, aber bin ich mal gespannt. Aber ich hoffe, die Teams sind auch richtig eingeordnet. Wenn es von der Einordnung her so stimmt, sehen wir jetzt gerade die Teams swappen und es sieht wirklich nach der Fasting-Sinne aus. Ja, da kann man ja ganz interessante Item-Builds auch gehen, dass man irgendwie sagt, am Anfang farmt man mit der Senna oder man fastet halt komplett durch. Wenn wir so von so Semi-Carry-ADCs reden, wir haben auch noch eine Kindred auf Church of Volio. Also der will uns auf jeden Fall auch ein bisschen beglücken mit ADC-Gameplay aus dem Jungle. Schauen wir aber beide Comps nochmal an. So, was sind deine Gedanken im Moment, wenn du alle 10 Champions nochmal anschaust? Die Comp von Blueside Comp gefällt mir ein Stück weit besser. Nicht unbedingt, weil sie unbedingt besser ist, sondern ich bin so ein Freund von leicht zu executenden Kombos. Leicht zu executende Kombos sind halt, es ist halt auch einfach leichter, sie dann halt auch im Spiel, ja, einfach zu spielen. Und das hast du halt einfach, du hast halt einen ganz klaren Gameplan. Camille springt rein, sucht sich ein Target raus, Volibear springt hinterher, dann kommt der Silas und aus der Backline kommen dann Swain und Senna angedackelt und sagen, hier sind wir machen auch mit. Da hast du halt auch eine ganz klare Frontline, einen ganz klaren Engage und auch einen ganz klaren Disengage. Solltest du jetzt sagen, hier, wir spielen es ein bisschen Kiteback, hast du den Swain und die Senna. Auf der anderen Seite haben wir mit Hive, mit der Kombination aus Azir, Varus, Renata, Glask, eine ganz klare Kombo, die sagt, und Kindred, wir wollen Kiteback spielen, wir wollen nicht engagen, wir wollen, dass ihr in uns reinlauft. Wir wollen euch ordentlich durch die Gegend guiden und gewinnen, die halt einfach in der Backline Trouble macht, sodass Senna und Swain nicht an ihre Frontline herankommen. Ist halt ein bisschen schwieriger, weil sollte dann vielleicht eine Azir-Ulti nicht vorhanden sein, sollte die Varus-Ulti nicht hitten, sollte irgendein Target wirklich komplett rausgefokust werden durch die Camille mit dem Volibear, wird es schwierig. Und vor allen Dingen, diese ganzen guten Ultis, Azir-Ulti, Varus-Ulti, Renata-Glask-Ulti, alle diese Ultis kann Silas halt auch nehmen. Und das macht es dann halt auch nochmal komplizierter, das Gesamte zu spielen. Aber sollte Hive hier wirklich ihre Combo zum Executen bringen und sollten sie dieses Kiteback spielen können, dann wird es halt auch sehr, sehr gefährlich für das andere Team, weil Kiteback ist wirklich, also wenn du halt an deinen Gegner nicht drankommst, obwohl du ein Melee bist, boah, das hast du. Ja, das ist auf jeden Fall eklig, aber wie du schön sagst, es ist auch ein bisschen schwieriger zu executen. Ich denke, das sind sehr, sehr viele Disengage-Tools. Ich sehe aber auch eine Welt, wo man sich vielleicht nicht sauber abspricht und dann eben die Ults nicht schön gelayert werden, also nacheinander gespielt, sondern vielleicht aus Panik drückt man dann halt einfach auf jedem Champion den R-Knopf. An sich aber mit dem Lamb's Respite von der Kindred und dann noch dem Asia-Shuffle, ich glaube, das hat schon ordentlich Potenzial. Aber wirklich, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich dir einfach zustimmen. Da kann sehr viel super gut laufen, wenn man das wirklich schön kombiniert. Da kann aber auch sehr viel absolut schief laufen, einfach nur, wenn man sich das so anschaut. Trotzdem, wenn du jetzt sagen müsstest, so, ne, Hive, holen die sich heute, ich sag mal, in dem Game jetzt, holen sie sich das 7-0 für die Saison? Ich hoffe es. Also, ne, wir sind ja halt auch hier beim lieben Leuten von Hive. Also, ne, ich würde mich sehr, sehr freuen.
Aber es wird schon ein bisschen schwieriger werden, wie gesagt. Also rein jetzt nur auf die Champions Select gesehen, ne? Man weiß halt am Ende des Tages nicht, wie ist die Spielerform. Aber jetzt rein auf die Champions gesehen, würde ich fast sagen, könnte das hier wirklich ein schwieriges Unterfangen werden. Aber da kann man sich halt auch immer täuschen, ne? Also es ist wirklich immer so schwierig vorherzusagen. Und gerade jetzt so in dem Bereich, wo wir uns jetzt hier bewegen, mit der Division 4. Du hast da wirklich sehr, sehr gute Spieler, die auch schon wahrscheinlich sehr viel Erfahrung haben. Und du hast halt meistens auch immer mal so ein, zwei Rookies mit dabei, die man noch gar nicht so wirklich einschätzen kann. Und die poppen dann komplett im Split auf oder gehen dann vielleicht unter, weil sie zu aufgeregt sind, weil sie erster Split ist in der höheren Division. Ja, am Ende des Tages kann man das nicht vorhersehen. Aber ich wünsche es wirklich Hive, dass sie hier sich das 7-0 holen und den nächsten Schritt in Richtung Playoffs machen. So, und es soll jetzt auch langsam soweit sein. Wir gehen jeden Moment in-game. Das heißt, wir haben jetzt heute nochmal Project Hive. Der vierte Spieltag gegen MarlianeSports sind die Gegner heute. Und wir freuen uns natürlich jetzt auf dieses Game. Wir freuen uns auf gute Action. Ja, wir haben schon gesagt, die Enchanter, die wurden gebannt. Will man hier nicht sehen. Wir haben Volibear Jungle, wir haben Kindred Jungle. Da bin ich wirklich zuversichtlich, dass es einhergeht im Early Game, dass da ein bisschen für Catches und so weiter geschaut wird. Also im Endeffekt glaube ich, wir sind hier Setup für einen Banger of a Game. Wir haben auch Toxi nochmal auf seinem Azir. Also generell, ich glaube so vom Draft, ja, ne, ist ein bisschen schwieriger zu exekuten. Aber ich bin da absolut zuversichtlich, dass die Jungs von Hive das hinkriegen. Und ja, nochmal, ne, ich glaube, wir schaffen es bald mal in-game. Ja, es sind halt auch einfach diese technischen Probleme, die im Moment einfach das gerade noch verhindern. Liegt jetzt auch so ein bisschen mit daran, dass sich wirklich hier gerade im Moment alles so ein bisschen zerschießt. Also ich weiß halt auch wirklich nicht, woran das jetzt am Ende des Tages liegt. Wir gehen noch mal ganz kurz, bevor wir ins Game reinspringen, noch mal eine ganz kurze Pause, weil dann kann das actually normal gefixt werden und dann habt ihr auch das volle Game-Erlebnis. Also noch mal ganz kurz, bis gleich. Dann doch hoffentlich soweit geklappt, dass wir in-game sind. Ich will noch ganz kurz Bestätigung hier von der Technik, die ja heute nicht so ganz will. Yes, wir sind im Game. Wir sind in-game. Wunderbar. Also, wir nehmen nochmal den ganzen Hype, den wir vorher aufgebaut haben. Wir nehmen ihn mit. Denn, ja, ne, es gibt manchmal kleine Sachen, was halt so Technik angeht. Das hindert uns aber nicht daran, jetzt diesen Banger of a Game, ich sag's gerne nochmal, anzuschauen, reinzuhauen hier und zuzugucken, wie die Fetzen fliegen auf der Kluft. Dafür sind wir ja alle da, um auch da ein bisschen vielleicht auch noch was mitzunehmen. Und kann man hier Early Game schon was lernen? Zum Beispiel Jungle. Wo würdest du starten? Also generell ist es jetzt hier gerade so, du willst eigentlich als Volibear dich eher Richtung Topside bewegen, einfach auch um ein bisschen die Camille zu covern, dass sie einen Push bekommen kann. Und vor allen Dingen auch Camille ein super gutes Target ist, um dort zu ganken. Du kannst die Strongside spielen.
Auf der anderen Seite natürlich hast du halt das Problem, du möchtest halt natürlich Swain, Senna, Botlane jetzt nicht unbedingt in die Bredouille bringen. Warte ganz kurz. Ihr seht es gerade auch, ne, mit den Items. Es ist immer noch nicht verschwunden. Jetzt, ach ja, mein da Gott. Muss man zweimal die O-Taste und dann geht das wieder. Da muss ich aber sagen, das ist nicht mein Fehler. Danke, Rito. Wirklich, einfach ein bisschen problematisch. Da wird jetzt auch noch mal ganz kurz der Hive, das Hive-Logo drüber fliegen. Ich hoffe, dass jetzt soweit alles klappt. Und ja, wir sehen jetzt hier die Teams. Ja, starten im Endeffekt so, wie erwartet. Der Woolybear jungelt sich Richtung Topside, Kindred Richtung Botside. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, gerade auf der Botlane mit Swain, Senna. Man hat natürlich das Potenzial, dann so ein bisschen zu traden, für die Senna ein paar Souls zu holen. Aber man muss natürlich halt auch immer so ein bisschen aufpassen. Wenn du die Gegner attackst, haut auch nicht halt die Minions und nicht die Minions, die Gegner-Minions. Und so baust du halt automatisch einen Push auf. Also auch da immer ein bisschen vorsichtig sein und überlegen, welchen Trade nimmt man. Ja, welchen Trade nimmt man, sagst du schön. Toplane Taui, da sagt sich, den Trade, den nehme ich auf jeden Fall. Und Mann, soll dieses Matchup wirklich so aussehen? Das ist bisher ja absolut dominant für Taui hier auf seiner Gwen. Hat sich dein Mike wieder verabschiedet heute? Es ist wirklich heute nicht mein Tag, ne? Also es tut mir wirklich auch so leid. Ja, zu deiner Frage hin, Gwen. Gwen ist halt relativ einfach auf Level 1 zu abusen, weil du hast halt schon deine E, du bekommst Attack Range, du bekommst Attack Speed. Aber wir sehen ja auch den ersten Gank. Jetzt reden wir gerade drüber. Und Taktik, der sieht das eben auch so, dass Taui einfach zu abusen ist. Genau das sagt er sich. Und First Blood für die Camille gegen die Gwen in dem Matchup. Taui, der glaubt als erstes ran in dem Game. Ja, und das hat Marlian als Team sehr, sehr gut abused. Sie haben genau das nämlich abused, was dann am Ende des Tages passiert. Du hast zwar die Prio auf der Top-Lane, aber wenn ich dann Jungler halt Botside jungle und der gegnerische Jungler... Wahrscheinlich ist es schon, also du kannst es schon eigentlich predikten, dass er sich zur Topside jungelt, der Woolybear. Ich meine, er möchte in die Camille reinspielen. Dann solltest du halt bei dem Push gerade so around dritte Minute halt niemals dort stehen, wo dann Taui im Endeffekt stand. Aber hier kommt der Countergank. Jupp, Church of Volio, der steht auch an einem ganz interessanten Ort. Ich glaube aber, der hat noch nicht genug Damage Early Game jetzt mit dabei. Ist auch noch eine wunderschöne CC-Chain, aber auch Glieb und Turius haben nicht genug Damage dabei. Da sieht man auch wieder diesen Durability-Patch so ein bisschen. Aber ja, ne, Church of Volio auf der Kindred, der will natürlich erstmal noch ein, zwei Items, bevor er da so wirklich Damage drücken kann. Ja, also Kindred ist wirklich ein absolut hardcore-scalender Jungler. Also mit Kindred möchtest du eigentlich nichts ohne dein Team machen, wodurch du irgendeinen Value bekommst, ahead zu kommen. Das ist halt auch so ein Nachteil. Du hast halt in den meisten Fällen keine Prio. Also du kannst natürlich HP traden, Mana traden. Oh, der nächste Top-Lane-Gang. Der nächste Gang und Taui, der hat halt auch keinen Flash dabei und das langsam kommt ihm das echt teuer zu stehen. Die Kamera, die sagt sich, nee, der ist da eh raus. Ja, da müssen wir gar nicht hinschauen, weil Botlane ist hier die Action. Da ist nämlich auch ein bisschen getradet hin und her. Ich hätte eigentlich doch ganz gern gesehen, wie Taui da rauskommt, aber die Directed Cam, ja, die Regiekamera, die macht gerne mal so ein bisschen im Eigenleben, was sie selber halt machen will. Ja, also ich muss auch ehrlich gestehen, es verwirrt mich auch immer wieder, was diese Kamera teilweise macht. Da passieren irgendwelche Fights und es passieren Kills und auf einmal sagt die Regiekamera, okay, wir gucken mal, wie sich die gegnerischen Spieler sich die Waves hin und her schieben und ne. Yep. Warum auch einfach nicht. Aber gut, ich meine, es war von der Regiekamera auch absolut einfach predicted, dass Taui hier rauskommt. Ein Death reicht ihm da auf der Toplane durch so einen Gank zu sterben. Das wird ihm hoffentlich nicht nochmal passieren. Aber jetzt zu dieser Jungle-Situation nochmal kurz zurückzukommen. Kindred ist halt auch einfach kein Jungler, mit dem du viel im Early Game machen möchtest, sondern du möchtest eher mit deinem Team zusammen in den gegnerischen Jungle gehen, deine Stacks dir holen, so wie wir es jetzt gerade schön bei dem Raptor Camp sehen. Aber das ist halt auch so ein Problem. Prior bis auf Toplane wird immer relativ schwierig. Du kannst sie zwar mit Asi aufbauen, Sylas hat aber auch einen guten Counter-Push und vor allen Dingen für Sylas mattert es nicht so sehr, mal eine Wave zu droppen wie Azir, weil Azir halt auch wieder so ein scalender Pick ist. Sylas, klar, braucht auch seine Picks,
seine Items, aber um jemanden dann zu picken später, reichen ihm ein, zwei Items mit dem Everfrost und ja, dann poppt der Champion schon auf. Deswegen, ich sag ja, es ist schwierig zu exekuten von Hive, aber nicht unmöglich. Schwierig, aber nicht unmöglich. Ist, glaube ich, schon so die Devise. Wir haben das natürlich die ganze Champ-Select schon angesprochen. Das Team von Marlian ist definitiv einfacher zu spielen. Aber ich glaube, das Scaling mit halt, ja, Gwen, ne, Toplane, Camille scalen beide gut, aber dann eben die Kindred im Vergleich zum Volibear, ja, Toxie auf seinem Azir im Vergleich zum Sylas. Gut, da kann man auch sehr lange, sehr, sehr im Detail rumstreiten, je nachdem, welche Ultimate Anove jetzt hijacken kann, hat der halt auch insane Value. Und dann Botlane, ne? Diese Swain Senna Lane mit der Fasting Senna. Jetzt generell so, ne? Ich habe alles abgehakt eigentlich. Wer hat denn jetzt überhaupt das bessere Scaling? Wenn man jetzt eben davon ausgeht, dass beide das gleich gut spielen, bis eben dieses Kiten gut hinbekommen auf Seiten von Hive. Besseres Scaling hat, also ich würde jetzt nicht sagen, dass hier irgendein Team outscaled, weil du hast natürlich ein besseres Scaling auf der AD Carry Position mit Varus. Wenn er Attack Speed Varus geht, skaliert er halt nochmal deutlich härter als vielleicht der Swain. Senna wird Renata outscalen und auch allein durch ihre Range, ja, wird sie halt auch einfach da stärker sein, aber Renata hat halt auch einfach einen ganz anderen Job wie hier die Senna in dem Game. Sylas Azir ist ganz klar Azir, der outscaled. Kindred Toplane ist es relativ even. Also es wird auch so ein bisschen darauf ankommen, wie dann die Objectives gespielt werden. Weil, wie gesagt, ich glaube, sobald Marlian auf einem Objective drauf ist, glaube ich, hat Hive nicht mehr die Option, in den River reinzugehen und dieses Objective zu contesten, weil sie dann in diese Engage-Kombo reinlaufen. Ich glaube, wenn Hive zuerst am Objective ist, dann können sie es auch spielen, weil dann können sie auch einfach Kiteback spielen. Ja, und du sagst schön, wenn sie zuerst am Objective sind, dann können sie so spielen. Und Tactic, der ist gar nicht aufgetaucht erst. Also der hat ja feuchtfröhlich seinen Jungle von Top to Bottom geklärt und den Drachen hier einfach aufgegeben. War das ein kleiner Fehler oder denkst du, nimmt man das halt so in Kauf? Ist schon... Nee, das musst du in Kauf nehmen, weil du hast halt nur die Gwen, die wirklich diese Prio generieren kann, um zu sagen, hey, wir moven für ein Objective. Botlane sieht man hier gerade ganz klar. Man versucht hier einfach nur zu sustain, versucht hier einfach nur, ja, zu versuchen zu überleben. Und dann muss man halt auch so einen Dragon abgeben. Aber jetzt, oh, Taktike. Oh, jetzt hier kommt das Hextech Ultimatum und natürlich auch das Needlework. Aber trotzdem hier, Taui, der ist halt wieder in Bedrängnis. Vielleicht kann er ja noch einen Kill holen. Der droppt beide ganz schnell. Er bekommt ihn. Und das ist natürlich super hier für Hive, im Gank noch einen Return-Kill zu holen. Ich habe early über den Flash geredet. Er hat das Ignite dabei. Und diesmal hat es ihm wirklich für einen Kill geholfen. Ja. Und, ja, es hat ihm einen Kill gebracht. Es ist ein 1v2-Kill. Ich glaube, den nimmt jeder gerne mal mit. Botlane? Okay, man kommt da raus. Radioactive kommt da raus. Aber am Ende des Tages muss man halt aber auch wieder sagen, es ist trotzdem blöd, dass das wirklich so hart halt einfach in diese Toplane reinkommittet hat, weil ich glaube, Gwen könnte mit ein bisschen mehr Attention vom Jungler nochmal ein bisschen mehr machen können, aber du hast halt dich für die Kindred entschieden, die das halt natürlich nicht so gut machen kann und dementsprechend ist das natürlich halt auch so ein bisschen schwierig, diesen Volibear zu beantworten. Wir sehen zwar, ne, Kindred ist Jungle Farm ganz deutlich ahead, sie ist auch im Level ahead, ist alles gut. Nichtsdestotrotz, die Camille darf halt natürlich auch nicht zu stark werden und auch nicht der Volibear, weil genau das sind halt die beiden, die in deiner Backline für Harambel sorgen und die dir dann wirklich zum Problem werden können bei dieser Kiteback-Kombo. Also muss man halt auch ein bisschen aufpassen, da darf man jetzt halt auch nicht zu viel Ressourcen abgeben. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem haben wir hier VA, wir haben Tactic, aber diesmal auch Church of Volio dabei und jetzt ist es ein 2v2. Der Fokus, der liegt ganz klar jetzt wieder auf Taui, der disengaged hier aber erstmal mit seinen gwentastischen Fähigkeiten. Und auch die Kindred, die war halt da zum Hovern. Im Endeffekt ist da jetzt gar nichts passiert. Das ist ja an sich jetzt eine schöne Abwechslung, dass Church of Volio auch mal dabei ist und jetzt mit dem Rauspushen hilft. Ja, das ist auch ultra wichtig. Also genau so muss es jetzt Kindred weiterspielen, um der Gwen zu helfen. Aber hier geht der Fight los. Oh, jetzt geht der Fight definitiv los. Lamb's Respite, das ist jetzt gepoppt. Und Taui und Tactic, die sind beide super low. Wen wir zuerst erwischen? Tactic geht down. Taui, Double Kill hier. Toxie wäre auch noch mit dabei, aber die brauchen den Azir nicht mal. Double Kill mit einer wunderschönen Lamb's Respite-Kombo. Ja, und Volio hat eben gerade halt einfach gezeigt, was halt Kindred in der Lage ist, auch mit ihrer Ulti zu machen. Und jetzt kommt hier nochmal Toxie.
Oh, jetzt könnte hier der Dive kommen. Hostile Takeover, der Mini-Shuffle von dem Anover. Der flasht und healt sich hier nochmal. Natürlich, er wird hier gedived und er wird auch sterben. Aber Church of Vulio, der hat auch das Zeitliche gesegnet hier erstmal. Ja, der hat das Zeitliche gesegnet. Und gut, man hat zwar jetzt nochmal einen Kill rausgeholt. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich deutlich mehr Worth für Hive. Weil die Gwen ist jetzt absolut im Game. Sie steht 4-2. Ich bin mir fast sicher, oder, na, nicht 100%, aber ich glaube, sie hat ihr Mythic-Item jetzt fertig. Doch, ja, der Riftwalker ist fertiggestellt. Ah, also war jetzt nicht unbedingt den Trade, den du auf der Top-Lane haben möchtest, wenn du so hart als Marlin in die Top-Side committest und dann auf einmal der gegnerische Jungle, gegnerische Top-Lane 4-2 dann danach steht, nachdem Vulio einmal jetzt auf der Top-Lane war. Boah. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für Hive, aber Marlin muss jetzt da definitiv aufpassen, was jetzt ihre nächsten Schritte sind. Und ihr nächster Schritt ist, wieder Taui anzugreifen. Der nächste Schritt ist wieder ein Top-Lane-Gank und diesmal ist niemand in der Nähe, um Taui zu helfen. Er ist alleine und er hat nicht mal sein Needlework ready, also er wird hier einfach down gehen. Er lebt noch länger, als ich erwartet hätte, weil das war der Teleport auf die Top-Lane und das ist auch der Dragon, der jetzt in 40 Sekunden spawnt. Und jetzt würde ich sehr gerne mit dir mal ein bisschen über die Waves reden, denn Top-Lane wird jetzt halt auch hart eingepusht von Tactic. Ja, und warum? Weil sie den Herald haben. Also für sie ist jetzt der Dragon absolut uninteressant, weil die beiden werden sich jetzt hier einen kompletten Turret holen. Wir sehen, Taui hat kein TP ab, er ist noch tot, er wird diesen Tower niemals defenden können und wenn man jetzt den Drake dafür abgibt, für einen kompletten Turret auf Volibear Camille, also ich glaube, den Trade, den nimmt jeder gerne, aber auf der Botlane geht's dafür ab. Boah, jetzt geht's hier ab, Demonic Extension von Glieb und der muss jetzt natürlich down gehen, sonst frisst er sich einfach durch die HP-Balken. Hostile Takeover geht hier nochmal durch und jawohl, Glieb geht down. Da ist ja immer diese Gefahr. Meanwhile auf Toplane, Taui, der versucht natürlich, seinen Turret zu defenden. Da geht noch ein Herald Charge durch und ich nehme stark an, die Kindred, die will sich jetzt einfach mal Dragon gönnen. Taui, der will hier mit dem Needlework aggressiv spielen und mittlerweile ist es ein 4-5, zwei Dragons aber für Hive. Ja, zwei Dragons für Hive und ich meine, was willst du mehr mit einer Scalen Kiteback-Kombo als zwei Dragons zu haben? Weil jetzt hast du erstmal auf jeden Fall drei Dragons auf jeden Fall sicher, bevor du eine Soul contesten müsstest. Wobei ich eher glaube, dass sogar sich Hive dafür entscheiden wird, für die Soul zu gehen. Weil es ist die Cloud Soul, ja, es ist die schlechteste Soul, aber gerade Gwen profitiert halt ultra hart von dem Movement Speed. Es gibt hier keinen Champion, der nicht von diesem Movement Speed nach der Ulti profitiert. Und auch gerade für so eine Kiteback auf Combo ist das auch wirklich sehr, sehr gut, weil du halt einfach diese Mobility dann nochmal zusätzlich hast. Also ich denke, man wird hier auch für die Soul versuchen zu committen. Man hat jetzt halt auf der Toplane sehr, sehr viel verloren. Man hat Platings eingebüßt, auf der Botlane auch nochmal. Goldtechnisch ist man 1,5k behind. Macht jetzt nichts Großartiges, weil das war fast abzusehen, dass Hive im Early Game jetzt nicht den Goldlead sicher spielen wird oder komplett even gehen wird, weil das lässt ihre Combo und ihre Champions halt auch einfach gar nicht zu. Deswegen, es ist soweit alles in Ordnung. Man muss jetzt halt nur gucken, was sind die nächsten Schritte. Die nächsten Schritte werden sein, mal gucken, dass man den ersten Turret bekommt, dass die Gwen richtig in den Split-Push gehen kann. Man wird versuchen, für die Soul zu spielen. Und man wird natürlich halt auch versuchen, den einen oder anderen Fight jetzt mal zu nehmen, weil man hat schon gesehen, mit Gwen zusammen, Kindred, ich glaube, da ist man schon in der Lage, auch den einen oder anderen Fight, wenn man natürlich in der Position ist, spielen zu können. Ja, und wir sehen hier auch noch die Pings, ja, wir sehen den Krakenbezwinger, deutsche Namen sind gute Namen, und wir sehen auch die Pings auf den Herald, der in einer Minute spawnt. Wir sehen da aber auch einen sehr, sehr mutigen Taktik, der hier gerade auflauert, ja, der Bär, der ist auf der Lauer auf jeden Fall hier, und Volio, der könnte da vielleicht eben genau in die Bärenfalle tapsen. Jetzt steht der da zwischen Camille und zwischen dem Bär. Der jumpt aber schön mal über die Wand. Jetzt haben wir wieder das 2v2. Red Smite geht down und der Fokus soll Taktik sein. Church of Volio, der Flash noch raus. Stormbringer jetzt. Und der Cute noch mal über die Wand. Jetzt haben wir hier noch mal den Asia. Da haben wir beide Ult hier noch mal. Lamps Respite mit dem Camille Cage. Ah, es reicht halt ganz knapp nicht. Und das ist jetzt natürlich super für Hive. Ja, Radioactive hat hier jetzt gerade noch mal nach dem... Also... Bullio hat das insane gespielt mit der Wall. Also er hat die Wall zu 100% einfach für sich abused und gesagt, Bulli, du kannst mir hinterher rennen, hinterher springen, Camille, komm hinterher, mir alles egal. Ich springe einfach diese Wand hin und her. Aber
dann ist er aus der Ultimate rausgelaufen und ich glaube, das war so ein ganz gefährlicher Spot, aber Radioactive war halt mit seiner W da. Und das ist halt das Schöne an Renata. Sie lässt dich wie eine Cyan Passive, du wirst langsam runterticken und wirst dann sterben, aber solltest du an dem Kill beteiligt sein, überlebst du. Und das ist halt auch was Renata halt einfach so broken macht. Also einen Champion, der dein komplettes Gegnerteam gegen sich kämpfen lassen kann. Aber jetzt erstmal Taktik. Ja, jetzt erstmal Taui, der wird echt ununterbrochen angegangen. Ja, die Bärenpranke, die haut auf Taui ein. Die Camille ist aber nicht so wirklich in Range, aber Taktik, der hat schon fast alleine genug Damage, denn Taui, der ist halt einfach der hat hier nichts dabei. Mittlerweile an Nove, der benutzt hier das Rams Respite für sich selber. Meanwhile, Taui geht down und auch an Nove geht down jetzt hier auf dem Silas. Das heißt, ein indirekter One-for-One-Trade, aber natürlich auf ganz, ganz anderen Lanes. Ja. Also, One-for-One-Trade, man hat den Herald auch nochmal abwenden können. Taui, jetzt wieder halt, also, es ist ein Mental-Game für Taui. Für Taui ist es hier einfach ein Mental-Game, zu sagen, ey, okay, ihr wollt jetzt einfach die ganze Zeit mich haben, dann macht es halt, wir gewinnen es dann trotzdem. Anyway, ist mir egal, mein Gott. Renata, nochmal ganz kurz zurückzukommen. Ich finde den Champion einfach aktuell gerade giga-broken. Also, das Kit von diesem Champion ist... Einfach, du bekommst Movement Speed, Attack Speed und du darfst überleben, wenn du an einem Kill beteiligt warst, obwohl du eigentlich tot bist und du lässt das komplette Gegnerteam gegen sich kämpfen, ist halt so ein, weiß ich nicht, muss das sein, Riot, so, ne? Also, ich bin ehrlich, ne, als diese beiden neuen Dragons kamen, ja, ne, so diese Hextech, diese Gates, die waren schon ganz cool, aber dann diese andere, ja, die Chemtech-Map und der Dragon und alles, das war alles ein bisschen doof, wurde gelöscht, genauso wie vielleicht Tactic hier deleted wird, wenn der hier nicht... Ja, Stormbringer noch, aber nee, der wird deleted. So, zurück auf meinen Punkt hier nämlich. So, Bär tot. Weiter geht's. Für mich ist wirklich Renata diese Reinkarnation der Chemtech-Soul. Es ist ja eigentlich genau derselbe Effekt, oder? Wenn du anstatt zu sterben, wirst du sozusagen nochmal wiederbelebt, nur halt so in andersrum. Ja, ich muss nur ganz kurz auch, dafür wird mich der Jungler, den ich coache, so ein bisschen hassen. Fun Fact, wir hatten genau dieses Thema im Bootcamp gehabt und mein Jungler hat mich actually gefragt gehabt, ob die... Chemtech Soul, also er hat ewig lang keinen Chemtech Drake mehr gesehen gehabt und das war vor 2 Wochen und der Chemtech Drake ist wie lange raus? 6 Monate gefühlt. als das mein Jungler gesagt hat, wollte ich ein bisschen aufgeben. Oh, aber Taui gibt nicht auf, der holt sich erstmal hier noch einen Kill. Also zum Thema Chemtech Drake, da habe ich jetzt auch schon den einen oder anderen Lacher mitnehmen dürfen. Als es die Soul noch gab, gab es nicht viel zu lachen. Als es die Soul noch gab, aber wie gesagt, jetzt haben wir ja Radioactive auf der Renata, damit man so diese Mini-Champion-Version von der Soul dabei hat. Und man sieht hier auch, ja, wie sage ich den Namen, by the way? Ich sage jetzt einfach Gumbi so, dass das M, das lassen wir einfach raus, weil sonst ist es ein bisschen komisch, ja, im Gumbi. Der braucht unbedingt Taktik, um irgendwas gegen Taui machen zu können, weil Taui, der nimmt den gerade einfach hops im 1v1 und ich glaube so von Items, ja, die sind ja beide relativ ähnlich dabei. Jetzt kann ich dich ja gerne fragen, weil ich habe keinen Plan von dem Matchup. Bleibt das so? Weil ich denke ja, oder? Ja, also es wird jetzt halt auch so bleiben. Ich muss auch dazu sagen, Triforce ist so eine Geschichte. Ja, die Gegner haben keine Tanks im Team, aber ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Du musst mir jetzt ganz kurz helfen. Wie heißt das andere schön? Dankeschön. Divine Sandra gibt dir halt nochmal ein bisschen mehr Sustain und. Oh, jetzt hier Retro Master mit dem Flash Engage mit der Ultimate. Und das war schneller vorbei, als wir das überhaupt kommen gesehen haben. Turius, der hat's nicht kommen sehen. Wir auch nicht. Und der Turm, der ist damit schon down. Absolut explosives Manöver hier von Frost. Ja, und vor allen Dingen auch richtig schöne Ulti von Retromaster. Also da war ich komplett unexpected, dass er da hier für eine Ulti geht. Aber wie gesagt, wunderschön gemacht, Flash-Ulti. Und da ist zack, ein Kill da. Und jetzt hat man natürlich diese Siege-Option über den Asia-Turret. Das ist halt auch natürlich sehr, sehr toxisch, wenn wir schon bei Chemtech-Drakes und Renata sind. Also der Asia-Tower, der gibt dir halt auch diese Option, einen T2-Turret halt for free zu nehmen, weil du halt... Du kriegst automatisch permanent Push. Die Gegner können dich jetzt nicht einfach angreifen, weil es ist wie ein Tower Dive. Also er kämpft halt einfach noch eine Unit für dich dazu. Oh, ist schon gemein, aber jetzt hat man den mittleren T2-Turret nehmen können. Finde ich in Ordnung, weil man hatte jetzt einfach den Push durch diesen Kill und man hat die Option jetzt gehabt. Aber man muss natürlich jetzt halt auch so ein bisschen aufpassen. Ich weiß... Malian ist jetzt nicht so gut jetzt im Game, aber der Nash ist halt ab und man hat jetzt gerade auch einen Top-Lane-Push und man muss jetzt gleich leider in seinen eigenen Top-Set-Jungle gehen und da Face-Checken.
sollte jetzt Marlies Ram ein bisschen mehr Tempo noch aufbauen können, dann könnte es halt auch gefährlich werden für Hive, weil dann müssen sie ein Objective freimoven. Aber ein Glück, Marlian geht nicht dafür. Ja, Toxi, der zeigt halt, dass er auch schon fast zwei Items hat. Ich muss jetzt mal ganz frech sein. Willst du mal kurz schauen, wie viele Stacks Church of Volio mittlerweile hat? Weil das würde mich brennend interessieren, ehrlich gesagt. Ja, sehr gerne. Bei wir sechs haben, sind wir. Wir sind bei sechs. Und was? Warte mal, dann fragen wir, wenn wir schon bei Stacks sind, dann gucken wir natürlich auch mal bei Senna. 83. Ui, ja. Also, ist auf jeden Fall interessant. Also beide Scaling, we can't stop Scaling Champions, ja, die sind wirklich gut im Game. Auf jeden Fall jetzt hier Dawning Shadow geht mittendurch und natürlich diese wichtige Drawback von dem Swain jetzt hier. Retromaster, der wird jetzt nochmal gedoubled und er bekommt sogar noch einen Kill, aber halt zu spät, um den Revive zu bekommen. Church of Volio ist auch mit dabei, um Taktik zu zeigen, wo der Hammer hängt. Er hat selber natürlich noch sein Lambsprit Spite ab, wird es hier aber nicht mehr brauchen. Jetzt haben wir nochmal den Stormbringer zum Disengagen von Taktik. Auch der Ghost wurde geburnt, aber hat eben Ghost dabei und kein Flash. Und das könnte jetzt schon der Nasher sein. Das ist der Nash. Also man hat halt ein super, super krankes Team mit Gwen, Azir und Kindred, um den Nasher zu melden. Also der wird jetzt auch schmelzen bis zum Gehtnichtmehr, sobald Taui da ist. Ich muss noch ganz kurz sagen, Retromaster, ich hab's gefühlt, wie er da reingeflasht ist, aber ich war mir fast sicher, dass sich das nochmal ein bisschen rächen wird. Also dass sich dieses Flashless einfach nochmal rächen wird, und das haben wir eben gerade gesehen. Aber hier geht nochmal der Fight. Es geht hier nochmal der Fight, das Hextech Ultimatum, und ganz knapp kommt Church of Volio noch über die Wand. Beide werden festgehalten und sie droppen halt low. Aber Azir mit seinem Arise und den Sand Soldiers, der drückt auch einfach gut Damage mittlerweile über die Wand. Ich glaube, der hat jetzt auch, jawohl, sein Rabadons fertig. Und jetzt müssen wir nochmal kurz über die Items drüber schauen, denn das sieht rosig aus. Ja, super sieht das aus für Hive. Ja, es ist halt auch einfach, das ist halt die große Stärke, die halt Hive hat. Sie haben das Early Game wirklich relativ gut survived, sind nicht irgendwie groß behind gefallen, auch gerade durch die Turrets nicht. Sie haben im Early Game den Top-Lane-Turret verloren. Ja, okay, ist halt ein bisschen schade, aber das darf nicht passieren, Retromaster. Retromaster, der wird jetzt gechained. Sie sieht hier nochmal von der Seite, das Ulti-Hostile-Takeover geht jetzt nochmal durch. Er ist in der W, aber es reicht nicht für einen Kill. Radioactive wird der nächste sein. Oh, der wird rausgezogen aus dem Lambsprit Spite. Das ist natürlich absolut huge. Und ja, man hat den Nasher, man hat die Item-Advantage. Jetzt haben wir Toxi, der nochmal für einen Shurima-Shuffle schaut mit Engage, aber der Damage ist halt einfach nicht da und es ist gerade ein absolutes Desaster. Sei denn Taui kann das Ganze nochmal drehen und da Double Kill jetzt hier mit der Kindred zusammen mit Volio und jetzt auch Anove, der will nochmal vorbeischauen, verwendet sein TP, um nochmal kurz am Dawning Shadow, geht jetzt auch nochmal komplett durch. Church of Volio, Kiteback kommt, sagst du, und das ist der Kiteback, aber es reicht nicht. Anove hat zu viel Damage dabei mit seinem Seilers und jetzt ist es nur noch Taui, der das Ganze überlebt hat. Einer nach dem anderen ist gestorben für Hive. Ja, man hat noch das Beste für Hive rausgeholt. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht gefühlt habe, wie Toxi da reingeflogen ist. Man hat jetzt auch leider dadurch den Soul Point ein bisschen verdattelt. Und auch na, vor allen Dingen auch den Nash. Also man hat jetzt nur noch Nash auf Gwen, was okay ist, aber ne, es hätte halt nicht so sein müssen. Ich glaube, Toxi hätte da halt auch, nachdem Retromaster tot war und nachdem Volio tot waren, ich glaube nicht, dass er dort nochmal für einen Shurima Shuffle schauen muss, weil es ist halt auch kein Damage dort mehr vorhanden. Ich glaube, wenn er das einfach Kiteback spielt, wartet, bis der Gwen-TP durch ist, kann man da nochmal ein bisschen mehr machen. War vielleicht ein bisschen zu schnell gespielt, aber okay, es ist jetzt nichts weiter passiert. Man hat den Dragon jetzt gedroppt, okay, man hat so einen Teamfight. Ich glaube, es war ein 3-4 am Ende. Ja, man hat dadurch ein bisschen Goldeinbüßen gehabt, aber das sollte jetzt Hive nicht aus der Bredouille bringen. Man kriegt jetzt nochmal einen T1-Shoot auf der Botlane, nochmal Huge Gold und ja. Also ich glaube, wenn Hive das jetzt nicht komplett sprintet, dann sollten die das Game auch haben. Komplett sprinten, sagst du? Ja, also es ist wirklich, meiner Meinung nach, es ist nur sprintmäßig. Ja, also einer nach dem anderen sprinten, ne? Ja, aber wenn so eine Situation halt jetzt fünfmal vorkommt, okay, dann glaube ich halt auch nicht, dass Hive gewinnt. Aber normalerweise bist du jetzt halt in der Situation, genau in so einer darfst du halt nicht sein, wo dich der Swain eh hittet. Aber Hive ist jetzt eigentlich in der Situation, sie müssen kein Engage machen, sie können jetzt Gwen einfach über die Sidelane Work machen lassen und sie sind halt so stark, um halt eigentlich jeden Teamfight 5 gegen 5 gewinnen zu können. Das Einzige, was jetzt wirklich passieren kann für sie, ist, dass wieder jemand random von irgendwas gecatcht wird, sei es von einem Volibear, der angesprintet kommt, oder von der Swain E. Da wird dann komplett draufgekommen und man ist in Numbers Disadvantage. Das ist so
der Point, wo ich jetzt sagen würde, Marlian kann sich darüber das Game holen. Ich muss natürlich etwas sagen, ja. Wir haben eine Kiteback-Comp und mit so einer Comp, da ist niemand so wirklich tanky, außer Taui, aber der will ja mehr flanken und man sieht ihn auch. Taui ist auch nicht tanky. Schau dir mal das dritte Item an. Ja, gut, der Mann okay, ist, nee, der ist absolut nee. Für Rabadons gecommittet. So, mein Punkt ist, ja, ich will nur eins sagen, ich bin natürlich komplett bei dir, aber du bist halt schon squishy und wenn man dann für Vision gehen muss oder so, du hast ja auch vorher mal gesagt, ja, wenn man dann schon am Objective ist und sowas, ne, und man muss eben reinchecken auf Seite von High, na genau diese Situationen jetzt, die sind so, glaube ich, so der Moment, wo dann eben Marlian so versuchen kann, für Catches zu schauen. Und Taktik, das zeigt das jetzt ja auch mit so einem kleinen Flank, kann so immer versuchen, jetzt zum Beispiel auf Radioactive einen Catch zu finden. Wir haben einen Retromaster, der nochmal mit dem Heal House hilft. Aber ne, genau das, wir sehen es gerade. Ich sehe gerade so, ich gebe mir selber recht, weil das eben die schwierigen, so Momente sind, einfach diese schwierige Quest, die Vision nochmal einzubrechen. So. Ja, aber das Vision musst du halt gar nicht. Ja. Das ist halt die Sache, du musst es ja gar nicht. Das sehen wir jetzt hier gerade hier. Taui kann einfach Toplins Zeitlim pushen. Jetzt wird ein Fight in. Oh, das könnte ja, der entscheidende Taui, Fight sein. Das könnte schon was sein. Hier der Stormbringer, der geht down. Jetzt ein wunderschöner Asia-Drive-By. Da hat der Dawning Shadow, um da erstmal die Gwen zu holen. Und jetzt trotzdem Toxie Triple Kill mittlerweile. Gleeb, der ist im Lampspeed Spider, aber auch der wird natürlich down gehen. Und ja, gut, sie haben es halt nicht gesprintet. Im Gegenteil, sie haben es wunderschön gespielt jetzt. Spätestens mit dem TP. Schnips, weg ist ja auch noch der letzte von den guten Marlianne, die wohl jetzt das erste Game soweit aufgeben müssen. Ja, Taui, der ist schon fertig mit dem Spiel, der hat das Game schon etwas früher als beendet erachtet. Voyo geht halt auch nochmal ganz kurz sterben. Mal schauen, ob Radioactive's Team auch nachmacht. Retromaster, ja, also ich mach jetzt mal ganz kurz den Play-by-Play. Ich hoffe, das ist okay für dich, weil also was hat Malia nicht geschafft hat, das schaffen halt gerade die Nexus-Turrets, nämlich Gegner töten. Nein, also GG an Marlian, aber das ist das, was ich meine. Also du musst halt hier wirklich dir ganz, ganz große Fehler erlauben, dass du das nochmal wegwirfst, weil du bist halt in der Combo eigentlich, die halt wirklich erst richtig im Late-Game aufpoppt, nämlich wenn die Gegner wirklich hardcore committen wollen. Und du hast ja eben gerade noch gesagt gehabt, du versuchst ja dann irgendwo für einen Catch zu gehen. Aber in der Situation, wo Hive war, gehst du als Hive einfach hin, du pushst eine Wave als vier Mann aus und gehst zurück, bis deine Gwen Turret genommen hat. Weil die Gwen kann 1v2 ganz locker spielen. So ahead, wie sie war mit dem Rabadons, bin ich mir sicher, alleine hätte die keiner auf und dementsprechend, ja. Ja, und ich habe halt auch den Kopf gerade noch geschüttelt wegen dem Abschluss des Spiels hier. Der eine lief schon das Game, der nächste wird vom Turret gefinished. Die Renata W, die holt noch was raus. Also das war knapper, als es hätte sein sollen. Und man darf natürlich auch die Turrets ja nicht unterschätzen. Auf keinen Fall. Ja. Ja, und wir sind, ich glaube schon, in der Lobby für Game 2. Jetzt ist natürlich die große Frage, geht es direkt weiter oder haben wir eine kleine Break? Badababab. Ja, ich schaue jetzt gerade, also nicht wundern, ne, dass ich gerade so ein bisschen abgelenkt bin, aber Gegnerteam ist already, also wir machen hier gar keine Pause, hier geht's direkt weiter, also, ne. Ja, perfekt. Noch wunderbar. Mehr Action. Nach den Anfangsstartschwierigkeiten dieses Casts, denke ich, ist auch nur fair, wenn wir hier direkt dann reingehen in das nächste Match. Die Teams ordnen sich jetzt auch noch ganz kurz. Ich glaube, das sieht wieder nach der gleichen Order aus. Also hier sieht es so aus, als ob Marlin wieder Blue Side nimmt und Hive Red Side. Ich weiß jetzt gar nicht, wer, ich müsste jetzt mal ganz kurz in dem Match nachschauen, wer in dem ersten Game die Side Selection hatte. Side Selection hatte Hive gehabt, das heißt Marlian durfte jetzt aussuchen. Da haben sich nochmal für die Blue Side entschieden. Okay. Ja. Also jetzt natürlich Frage an dich. Was muss man jetzt anpassen so? Oder denkst du, werden wir ganz andere Champions sehen sowieso? Ich glaube, Marlian... Ich glaube, sie müssen ein bisschen mehr für den Flip gehen. Weil ich hatte jetzt in dem Game nicht das Gefühl, dass...
Oh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das klingt dann sehr zu blöd, ja. Ich glaube einfach, dass Hive die individuell besseren Spieler hat. Einfach auf ihren von Lanes her aus gesehen. Ich glaube, dass Hive besser darin ist, Kombos zu exekuten. Ich glaube, was Malian ganz gut tun würde, so blöd wie es klingt, wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr auf dem Flip zu spielen. Ich weiß nicht, wie gut Hive darauf reagieren würde, wenn jetzt Malian mehr Flippy spielen würde und wirklich auf diese kompletten Commitment auf Kills und Lane Aggressive Plays. Weil Hive spielt das schon sehr, sehr kontrolliert runter. Und gerade bei solchen Teams ist dann halt auch immer so ein bisschen das Problem, wie gehst du damit um dann, wenn es halt einfach komplett wide open, alles auf der Map passiert, überall brennt und das Game wird beschleunigt bis zum geht nicht mehr. Andere Sache ist natürlich wieder, man weiß halt nicht, ob Malian diesen Spielstil drauf hat. Ich glaube nicht, dass es am Draft lag, dass jemand das letzte Match verloren hat, sondern wirklich an dieser individuellen Klasse, weil gerade so diese Top-Lane-Situation war gut gelöst als Team, aber auch wieder so eine Situation, wo Einzelspieler von Malian entschieden haben, nochmal zu committen und nochmal zu committen und nochmal zu committen. Die man nicht machen muss. So. Yep. Also was du mir also sagst, der Jungle, da gibt es jetzt einen Udyr und auf Botlane gibt es einen Draven und in der Mitte einen Talon und ja, okay, wahrscheinlich nicht ganz so wild, aber ein bisschen die Münze werfen würdest du. Da bin ich natürlich gespannt. Vielleicht haben sie ein paar Picks drauf. Ja, ne? Ja, also, ne, ich schaue jetzt noch mal ganz kurz nach, weil das interessiert mich natürlich auch so ein bisschen. Wir haben natürlich Hive, die mit Abstand halt auf Platz 1 jetzt gerade stehen und Malian, die jetzt 2-5 stehen. Für die ist es natürlich auch entscheidend, dieses Match, dass sie hier vielleicht nochmal ein 1-1 rausholen können. Ich glaube wirklich gegen ein Team, was sich halt so dominant bisher in der Gruppe gezeigt hat, musst du es halt auch mal ein bisschen flippen. Also ich weiß nicht, das klingt dann halt wirklich auch immer so blöd, aber wenn du in der Solo-Queue merkst, du bist am Verlieren, dann versuchst du es einfach nochmal über irgendwelche Flippy-Plays, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber sie funktionieren trotzdem. Und du weißt nicht warum, du kannst es nicht erklären, du willst es auch nicht erklären, aber es funktioniert. Und also, ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar so ein Ding halt einfach wäre für Malian, aber hey, ne, also am Ende des Tages, vielleicht haben sie auch einen Gameplan im Petto, den sie dann wirklich vielleicht richtig dann exekuten können. Und worauf Hive vielleicht gar nicht gefasst ist, aber dieses Hive-Team, also ich muss halt auch ehrlich sagen, das sah schon sehr, sehr knusprig aus. Ne? Also es sah schon wirklich sehr, sehr gut aus, was Hive da gemacht hat, gerade weil das halt so eine Kombo war, die schwierig ist. Jupp, also ja, Midgame, also kurz vor dem letzten Fight, da waren ein Misstep eigentlich. Und man kennt's ja, wenn halt einer stirbt und dann sind alle Gegner low und man denkt so, ja doch, ja klar, wir haben jetzt einen verloren, wir haben was investiert, jetzt müssen wir halt nochmal was machen. Ich glaube, das passiert dann relativ schnell, dass dann halt jeder doch mitzieht. Man sagt ja auch lieber einen schlechten Call als Team zu gemeinsam befolgen, als gar nichts machen. Also insofern kann ich sagen, ja, okay, ein grober Fehler war halt da. Aber das passiert ja sogar auf sehr, sehr hohem Niveau, dass man dann irgendwie doof gecatcht wird oder sowas. Entsprechend, ja, besonders auch entsprechend der Comp eben mit so viel Squishy und eben eigentlich keiner Tankiness. Ich sag noch die Gwen und dann Rabadon sagt, nö, ich bin nicht tanky. Ich bin ich bin eben ein Damage-Dealer. Wir haben es auch endlich in die Champ-Select geschafft. Und diesmal ist es nicht der Belveth-Bun first, sondern wir haben ähnliche Buns. Wir haben Diana, wir haben Fiora, wir haben Anivia und wir haben die Seraphine und diesmal auch den Respekt-Bun der Kindred. Ich kann es verstehen. Kindred ist ein Jungler. Den Counter pickst du nicht einfach. Weil eben, wie gesagt, das Team spielt für Kindred, nicht die Kindred fürs Team. Und dadurch ist es halt auch schwierig, einen Counter-Pick zu finden, weil du müsstest halt einen Pick finden, der das beantworten kann, dass dein Team nicht mit in den Enemy-Jungle moven kann. Und das sind halt meistens eigentlich nur diese Hardcore-Farm-Jungler wie Lilia, Shyvana, wo man dann sagen kann, okay, der Clear-Speed ist halt einfach viel zu schnell, dass die Kindred groß invaden kann.
Und die können halt dann einfach nochmal zu den Lanern geben und ihnen Prio generieren, indem sie eine Wave auspushen, indem sie halt einfach da sind, eine Ward clean oder sowas. Und wenn man sowas dann halt nicht im Petto hat und unbedingt diesen Volibear spielen möchte, dann, ne? Aber ich sehe halt auch gerade, warum ich halt auch gerade so viel weiterrede, es ist halt derselbe Draft. Ja, also hast du aus Versehen ein Replay reingemacht und wir sind wieder Game 1 oder was? Also, ich muss dazu sagen, ne? Bei den technischen Schwierigkeiten heute wäre das nicht, also es ist nicht aus der Luft gegriffen, ne? Also es kann halt schon passieren, aber... Eieiei, ne, die haben gehandshaked, ne? Die haben gesagt, ey, wir geben euch wieder Renata, ja, die hat Handshake und wir handshaken einfach nochmal den komplett gleichen Draft, die Bugs, aber Wef kommt jetzt... Ähnlich. Ah! Ja, im Endeffekt, also es sieht gerade so aus, als ob nur sich der Kindred-Pick ändern wird, also... Wenn jetzt Varus eingeloggt wird, was hältst du eigentlich davon? Wir nehmen einfach ab dem Moment, wo das Technische funktioniert hat, den Cast von eben gerade und lassen den einfach nochmal laufen. Ist okay, machen wir. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Also ja. Finde ich interessant. Also ich finde aber auch die Attitude von Hive ist gut, weil der Draft hat ja auch funktioniert. Sie waren confident drauf, es hat geklappt. Aber ich finde die Attitude sehr interessant, einfach von Marlian zu sagen, es lag nicht an unserem Draft, es lag an dem, was in dem Game passiert ist, weil es ist auch so. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, man adaptiert nochmal ein Stückchen mehr, einfach um Hive jetzt nicht nochmal die Option zu geben, oh Gott, das wird wirklich die Kampf... Dass man Hive nicht nochmal die Option gibt zu sagen, das, was eben gerade schon gut geklappt hat, macht's einfach nochmal. Entschuldigung. So, also, okay, Riven. Riven Jungle, das. Nee. Also Nein. Wenn das durchkommt, dann fress ich irgendwas, was man nicht fressen sollte. Aber das glaube ich nicht. Ja, Kindred ist gebannt von mir aus. Oh, okay, den Pick mag ich aber. Echt? Ja, boah. Also ich mag ihn mittlerweile nicht mehr, gerade nachdem jetzt der Nerf ja für ihn rauskam. Im Endeffekt der Heartbreaker-Damage, also das, was Viego, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist an sich ja kein Champion, sondern der mag halt einfach alle anderen Champions sehr, sehr gerne. Yep. Und deswegen übernimmt er sich auch gerne. Und dieser Heartbreaker ist eigentlich nur dafür da, um Execute-Damage dann da zu machen, um den Gegner zu töten und dann seine Seele zu übernehmen. Und gerade das, was sie töten soll, wurde halt auch vom Damage her genervt. Also, und er war, finde ich, auch schon jetzt nicht in so einem guten Spot. Er ist playable und gerade wenn du ihm Resets ermöglichen kannst, ist er immer noch genauso stark wie vorher. Aber der Champion an sich war schon in einem ziemlich schlechten Spot und wurde durch diesen Patch halt auch nochmal getoucht. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das mag. Also, ich muss tatsächlich auch sagen, so bitte hasst mich nicht, aber ich bin ja eigentlich auch Viego-Main. Also egal, ob er jetzt Meta ist oder nicht. Ich mag den Champion, ja, ich mag den Champion. Wie Viego, mein Herz. Da wurde Heartbreaker benutzt. Ja, ne, aber dass man jetzt nicht mehr sofort unsichtbar seine W schon chargen kann in dem Mist, also im Nebel, ne, nicht Mist auf Top, ne, das ist für mich schon fast der härteste Nerf, weil das war sonst immer dieses Mindgame, ne, wenn jetzt der Viego halt eben diese Unsichtbarkeit verwendet hat, warst du nie sicher, ja, lädt er jetzt gerade seinen Stun auf und ich bin in Gefahr, oder rennt er halt gerade mit dem verschnellerten Movement Speed zu mir hin, um mir dann so einen Fast-Tap-Stun zu geben oder so. Und jetzt hast du dieses Ratespiel halt nicht mehr, diese Mindgames nicht mehr, was irgendwie ja auch, wenn du gegen Viego spielst, ganz nett ist, weil, ja, okay, wer will schon diese Mindgames spielen müssen? Aber ich bin da schon bei dir, er ist schlechter geworden. So, jetzt muss ich aber noch ausführen, warum ich sage, er gefällt mir hier. Ich glaube einfach, nach dem ersten Game, wenn du so Dominanz gezeigt hast und eben auch gezeigt hast, ja doch, wir können hier halt Catches machen, wir können einen Jungler picken, der erstmal ein bisschen chillen kann, ein bisschen scalen, ein bisschen farmen und trotzdem gewinnen wir und bursten die Gegner einfach um. Ich glaube, mit dem Argument im Hinterkopf finde ich den Viego dann eben doch eigentlich sehr gut. Aber die Sache ist halt, kann dein Team dir hier Resets erspielen? Weil, erinnern wir uns jetzt mal an das letzte Game, ist noch nicht so lange her. Vielleicht, ne, für die, die halt einfach vergessen haben, was vor 10 Minuten passiert ist, nochmal, ne, die Wiederholung. Wir hatten eben gerade eine Kindred und von diesen Early Kills, von diesen 4-5 Stück, die Hive sich erspielt hat, waren 4-5 Stück wegen der Kindred-Ulti, weil die Targets,
die gefokust wurden von Marlin, überlebt haben. Und jetzt hast du natürlich nochmal einen Champion mit Viego. Er kann auch Kiteback spielen, weil er möchte sowieso warten, bis er ein Reset-Fenster hat. Aber er peelt und ist fürs Team nicht mehr so useful, wie, finde ich, wie die Kindred. Die hat einfach Ulti hinlegt und den Fight hat nochmal 3 Sekunden länger stalled. Deswegen gefällt mir der Pick halt... Er ist in Ordnung. Auch wieder so eine Sache halt der Execution. Ne? Aber das hat ja Hive gezeigt, das können sie. Ich sag halt einfach nur, Viego als Champion ist im Moment gerade halt so, wenn du nicht eine Combo um Viego unbedingt baust, um diese Resets ihm zu ermöglichen, finde ich ihn einfach immer so einen immer schlechter werdenden Spot. Das ist halt einfach so das Ding. Und wir haben noch über einen Pick noch gar nicht geredet, das ist nämlich der Victor, das ist nämlich der zweite Pick, der sich noch wenigstens geändert hat. Ja, Victor ist ja jetzt neu dabei. Was waren vorher in der Mitte? Das war definitiv kein Victor, oder? Nee, das war Silas. Stimmt, das war der Silas. Also wir haben jetzt sozusagen einmal Reichweite gegen Nahkampf eingetauscht und auf der anderen Seite Nahkampf gegen Range. Mir gefällt der Victor ein bisschen besser hier, besonders auch eben gegen den Viego, weil man halt so ein bisschen Crowd-Control mitbringt und vielleicht auch eher den Asier noch matchen kann. Ja, mit dem Silas hast du ein bisschen mehr Outplay-Potential und sowas. Hast du mit dem Victor natürlich nicht so extrem, aber ich denke, dass nach dem ersten Game, ja, da muss man sich das wahrscheinlich auch eingestehen, dass man wahrscheinlich eher den konstanteren Champion mitnimmt, oder wie siehst du das? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Silas irgendwann Probleme einfach hatte, den Asier zu matchen in dem Push. So der Asier hat immer wieder Prio bekommen hat und dementsprechend war es dann halt auch irgendwann einfach zu schwierig, dem Asier hinterher moven zu können. Das hat man ja auch ganz oft diese Top-Lane-Situation gesehen, dass es dann halt einfach schwierig wurde. Ich glaube, Victor ist ja auch wirklich der bessere Pick. Ich kann da eigentlich nur dir zustimmen. Yep. Und wir dürfen jetzt ja langsam in das zweite Game gehen. Es wäre natürlich für beide Teams sehr, sehr schön, wenn man das gewinnen würde. Es geht auf der einen Seite für Hive um das 8-0. Das wäre natürlich absolut nice, wenn man sich hier ungeschlagen auf den vierten Spieltag entspannen kann und sagen kann, ey, wir klopfen uns auf die Schulter. Auf der anderen Seite, da haben wir natürlich ein Team, das hier jeden Win, den sie irgendwie nur kriegen können, nehmen will. Sie haben jetzt schon mal ein bisschen, ja, rantasten können an die Gegner. Und jetzt sind wir natürlich ready für ein weiterhin spannendes zweites Game und auch letztes Game dieser Series heute. Ja. Es ist wirklich einfach interessant, jetzt zu sehen, ob sich hier Hive wirklich dieses 8-0 einfach holen kann, weil es, also ich will es nicht jinxen, aber es ist schon sehr, sehr hartes Commitment, dass du für Playoffs planen kannst. Also ich bin mir fast, nein, ich möchte mich da jetzt nicht unbedingt festlegen, und dann wird mir das nur um die Ohren gepfeffert. Aber die Chance ist schon sehr, sehr hoch, wenn du 8-0 stehst, dass du dich für die Playoffs qualifizierst. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wie es in der Gruppe bisher aussieht. Aber wir sind jetzt hier ja gerade am vierten Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, vierter Spieltag. Dementsprechend, da ist schon über die Hälfte gespielt, ne? Ohne einen Lose. Wäre schon lecker. Ja, sagt man nicht nein. Ich denke, 7 oder 8 Spieltage sind es ja immer im Gesamten, so um den Dreh. Also die erste Hälfte schon komplett ohne eine einzige Niederlage mitzunehmen. Da sagt kein Team nein zu. Und dann wäre man ja sehr, sehr wahrscheinlich auch Führer der Gruppe. Da sagt auch kein Team nein zu. Aber eben, ja, wir wollen ja nicht außen vor lassen auf der anderen Seite. MarlianeSports, die wollen natürlich auch auf jeden Fall in der Gruppe bleiben und eine möglichst gute Position vielleicht auch noch für Playoffs haben. Also entsprechend, es geht hier jetzt echt um die Wurst. So, ich hab's gesagt. Beide Jungler hier wieder mal gerne deine Meinung dazu, denn beide starten auf der unteren Seite der Map. Also ich glaube, auch wieder völlig, völlig legitim. Das haben wir letztes Game schon von Woolly Bear gesehen und wir haben gesehen, was der liebe Bär anstellen kann, wenn er sich von Bot zu Top jungelt. Da hatte Taui erstmal im Early Game ordentlich zu schwitzen. Hat dann sich nochmal durch einen Return 1v2 Kill sich in der Lane gehalten, aber es war schon sehr toxisch gewesen, was Taktik da oben auf der Top-Lane angestellt hat. Für
Gumbi. Ich sage jetzt auch einfach nur Gumbi, weil dieses M ist wirklich schwer auszusprechen. Gumbi, ne? Das ist eklig. Also da habe ich halt fast meinen Kehlkopf mit verschluckt gerade. ja, und für Viego, ich glaube, ist auch wieder dieselbe Situation. Er möchte sich nicht Botside jungeln, weil was willst du auf der Botlane treffen, außer eine gepushte Botlane? Das haben wir ja letztes Game schon gesehen gehabt. Das haben das hat die Botlane von MarlianeSports auch wirklich gut gemacht. Und auf der Toplane weißt du ja jetzt, der Wulibär will in die Toplane committen. Also versuchst du jetzt halt einfach zu countergänken. Man sieht auch schon, der Viego will jetzt nicht hier unbedingt für den Gank gehen, sondern er will einfach nur den Wulibär, also den Wulibär-Gank protecten. Will er, und ich sag nur, ne, Scuttle ist natürlich auch lecker, also er covert hier die Toplane. Er hat die Golems geskippt, aber ich glaube, das ist völlig fein, wenn man dafür jetzt einfach eine Double-Scuttle kriegt. Dann wäre das ja sogar echt gutes Early-Game für Church of Volio im Vergleich zu vorher. Der Volibear, ja, den hat man jetzt natürlich schon so ein bisschen ertappt. Was er da machen will, ist natürlich sehr naheliegend bei so einem ähnlichen Draft. Aber die Frage, die sich mir halt einfach stellt, ist, warum hat er die Raptors da stehen gelassen? Also ich meine, gut, er weiß jetzt halt durch das Timing, ja. Also Viego kann halt nicht Scuttlecrab gemacht haben und Golems. Das ist von der Zeit her nicht möglich. Dementsprechend weiß der Wuli das. Aber der Wulibär wurde auch gerade gespottet. Und oh, der Viego will versuchen, Mitte zu ganken. Gucken wir da erstmal rein. Ja, schauen wir da mal rein. Schöner Sidestep von Anove. Das war auch ein wichtiger Sidestep, denn sonst hätte es vielleicht sogar einen Flash gekostet. Utoxi ist natürlich ein bisschen out of mana, wie man ja schön sagt. Entsprechend trotzdem sehr schön gespielt von Anove hier, um auf jeden Fall keinen Flash zu bursten, einfach nur safe zu sein. Und jetzt meanwhile Toplane Tactic. Wir wissen doch mittlerweile schon, was du machen willst. Und Taui, der steht diesmal genau richtig, um da eben nicht abgeholt werden zu können. Ja, und Radioactive hier mit der Q auf Swain. Senna ist gerade nicht zur Verfügung. Und wo Senna? Oh, Turios, du musst jetzt aufpassen, mein Freund, denn du hast hier einen Angry Dude, der seine Wife vermisst. Der wird sich natürlich so gut erkennen, aber vielleicht wird es auf einem Flash rauslaufen. Wird man nachflashen? Jawohl, man flasht direkt nach Turios und bekommt jetzt nochmal den Root raus, aber wird das First Blood sein? Heal, geht auch nochmal raus. Church of Folio, bekommst du ihn? Jawohl, First Blood und Gleep. Der ist jetzt hier auch nochmal sehr, sehr unter Bedrängnis, aber unterm Turm. Der kann hier Radioactive unterm Turm ziehen. Zwei Turret Shots, der Heal, der reicht nochmal aus. Ey, und da hatten wir jetzt richtig gute Action. Meanwhile, Mitte geht's auch weiter. Church of Volio ist gerade überall und auch Anove bekommt es jetzt zu spüren. Muss hier erstmal flashen und kommt ganz knapp mit seinem Leben noch raus. Ja, spannend. Also wirklich spannend, was hier im Early Game passiert und absolut gut für Hive. Wichtig, dass Radioactive hier nicht stirbt, weil ansonsten gehst du hier für ein 1-1. Das wäre natürlich der Worst Case, weil es sah eigentlich mehr danach aus, dass sie vielleicht sogar noch Gleep kriegen können. Aber ich muss halt auch ganz ehrlich die Frage stellen, von Malian, die Botlane, was machen die denn da? Also die Senna hat dort absolut nichts zu suchen, denn Wulibär ist nicht da. Du hast die Wave noch nicht an den Turret gepusht und Gleep, warum versucht der alleine die Wave da unten noch reinzudrücken, wenn man weiß, Viego hat Botzeit gestartet, das weißt du ja automatisch, ne? Dadurch, dass er die Scuttlecrab genommen hat, dadurch, dass er Midlane war, wie er durch die Mitte gekommen ist. Ne? Also es sind ja alles Indikatoren, dass du weißt, er hat von Bot to Top gestartet. Dementsprechend ist dir doch bewusst, dass wenn der gegnerische Gromp dann wieder spawnt, dass dann auch der Jungler auf der Bot-Side ist. Also das habe ich jetzt wirklich bei Malian wirklich, das muss man da auch einfach mal bemängeln. Gut, man hat jetzt nicht allzu viel verloren, aber es ist halt ein mega guter Spot halt wieder für Hive und vor allen Dingen halt auch wieder für Volio. So ein Early Kill auf Viego tut halt auch einfach gut. Oh, und können wir bitte noch über sein Itembild reden? Denn ich sehe da einen Noon Quiver und ich sag's immer gern wieder, ich spiele gern Viego. Toxi, der macht gerne Shreemian Shuffles hier auf Anove. Ich komme ja gar nicht dazu zu labern, was ich hier labern will. Denn Toxi, der zieht hier einfach nochmal an, macht Action und holt sich hier wieder einen Kill, holt sich damit auch das 2-0. Und jetzt wird der Dragon angegangen. Wenn wir von Dragon reden, ja, dieser Noon Quiver, habe ich gehört auf Viego, der ist super, um Objectives zu klären wie ein Dragon. Ja, aber also ich meine, hier in dem Game, ich glaube, er möchte halt einfach nur versuchen, wenn er schon Schaden macht, will er versuchen, halt einfach den Wulibär oder die Camilla zu töten, die halt etwas tankiger sind und dementsprechend, ja, also Viego-Builds, da streiten sich ja auch die Geister. Also ich kann da jetzt auch nur aus der Erfahrung sprechen, die ich mit dem Jungler habe, den ich gerade betreue. Es ist halt einfach so, du kannst auf Viego Shieldbow bauen, du kannst Krakenslayer bauen, du kannst
Divine Thunder bauen. Du kannst sogar Full Tank gehen. Aber jetzt muss erstmal Botlane aufpassen, weil da kommt der Full Tank angerannt. Retro Master mit dem Flash. Gleep auch mit dem Flash hier. Radioactive hat keinen Flash. Er hat natürlich seine W erstmal noch für sich. Er wird jetzt nochmal geroutet. Tactic, der disabled jetzt den Turret und Stormbringer auf die Renata. Down geht sie hier. Der Volibear bezahlt selber mit seinem Leben. Retro Master, der droppt jetzt auch absolut low. Der hat nicht mal mehr einen einzigen HP-Balken übrig. Aber er überlebt das Ganze ganz, ganz knapp. Und sehr, sehr viele Flashes wurden jetzt geburnt hier unten. Also entweder war gerade Retro Master der Tänzer mal 1 Million. Oder er hat halt einfach den Spaghetti-Code-Glück von Rito bekommen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Er ist halt gerade am Turret gestanden und sein Pathing seines Champions ging erst links um den Turret herum und ist dann randomly nach rechts rumgegangen. Aber jetzt erstmal Volio, der hier vielleicht einen Herald verliert. Oh, hier Herald. Beide haben kein Smite ab und jetzt Herald ist down gegangen. Gumbi, der hat hier auch noch Church of Volio getötet. Und Diego ist zwar tot, hat aber den Herald bekommen. Absolut respectable, dass du ihn hier mit dem M noch mitgesagt hast, den Gumbi. Absolut respectable. Aber das war wirklich ein teurer Herald. Also der war wirklich, wirklich teuer jetzt für den Diego, weil jetzt ist die Camille halt mit dem Double Buff auf der Toplane und Taui, das gefällt dem halt überhaupt nicht. Man hat zwar den Herald, man kann sich Platings holen, ja, aber der Preis ist halt wirklich relativ hoch, weil das, was Taui eigentlich gerade an Even Game auf der Toplane hatte, das wurde ihm gerade wieder so ein bisschen kaputt gemacht und da, ich glaube, der hat gerade Flashbacks ins letzte Game. Es wird wahrscheinlich wieder ein Mental Game für ihn werden, not gonna lie. Also, es ist wirklich schwierig für Taui, das Early Game. Ja, trotzdem, ich glaube, wenn ich jetzt Taui wäre und mir denke, ey, ich habe so viele Ganks auf meinen Schädel bekommen, ja, ich wurde so oft gestunt von dem Bären, da ist ja das Game bisher ein absoluter Walk in the Park, würde man sagen. Also. Aber Volio will schon wieder seinen Fehler wieder gut machen und Voli ist schon wieder auf dem Weg jetzt Richtung Botside. Also ich glaube, Taui, er sagt sich, okay, mein Gott, it is what it is und naja, komm, Double Buff auf Camille ist nicht schlimm. Aber es ist, wie gesagt, für Hive immer noch alles in Ordnung, weil es ist halt fast wieder dasselbe Game. Bis auf, dass Victor deutlich besser scaled jetzt als Silas. Ja, definitiv. Wir schauen auch aufs Gold und wir sehen, dass es absolut even ist. Das eine Team ist ein bisschen ahead, übrigens auch Toplane hier. Werden Ults getradet, beziehungsweise Taui verwendet seine Ult Needlework und Ngumbi hat seine nicht mal ab. Das heißt, er ist ja natürlich sehr flink unterwegs mit dem Hookshot. Church of Volio hilft noch eben, um hier rauszupushen, will ich sagen. Der hat ja aber auch noch den Herald im Gepäck. Und je nachdem könnte das jetzt ein kleines Rennen um First Turret werden. Toplane und Botlane. Ja, aber es sieht gerade eher danach aus, als dass sich die Malians das securen können. Aber jetzt kommt Toxie noch dazu und der Tower Dive kommt. Boah, sehr, sehr schönes Hexer-Ultimatum. Dawnbringer, Dawning Shadow geht auch nochmal komplett durch hier. Und das rote Team hat den Herold der Kluft beschworen. Ist natürlich schon zu spät, um noch First Turret zu kriegen, aber die Plates, die kriegt man trotzdem. Und jetzt haben wir einen kleinen, aber feinen Goldlead für MarlianeSports, der aber meiner Meinung nach durch den einen Dragon und den Extra-Sets da wahrscheinlich schon wieder zunichte gemacht wird. Ja, aber man kriegt hier noch einen zweiten Turret auf Malians Seite. Also, ich muss sagen, das war mehr Worth für Malian. Sie haben den First Turret bekommen. Sie haben 1-1 auf der Toplane getradet. Man hat 3 Leute dafür investiert. Man hat Asia-Ulti. Also, man hat wirklich basically auf der Toplane alles investiert. Das von Gumbi, das Hextech-Ultimatum, war wirklich absolut clean. Also, das war wirklich on point. Und ja, so hat sich Malian wirklich wieder ein bisschen zurück ins Game gekämpft, auch wenn man jetzt wahrscheinlich hier den Dragon abgeben muss, weil man halt einfach durch dieses, das war ein Tempo-Play, aber dadurch hat man halt natürlich jetzt Tempo auf den Dragon eingebüßt. Ja, die sind ja gerade alle in ihrer eigenen Base, die haben erstmal ihr ganzes Geld ausgegeben, dann sind sie natürlich nicht ready, um hier um den Drachen zu kämpfen, das heißt Church of Volio, der wird das hier einmal schön smiten und jawohl, meins, sagt er sich und jetzt sehen wir, es wird eine Ocean Map. Und da muss ich ja schon sagen, wenn man diese Ocean Soul bekommen sollte auf Seite von Hive, dann ist das für mich schon so ein bisschen GG. Ja, ich glaube, also die Ocean Soul ist schon sehr, sehr gut.
Aber ich glaube, auf Marlians Seite ist sie sogar noch ein bisschen stärker, weil Hive kommt ja über dieses Kiteback und wir bursten jetzt nicht ein Target komplett um, was sie natürlich versuchen wollen, irgendwo wegen dem Diego, aber die Team Comp alleine lässt das nicht zu, sie brauchen schon ein bisschen Zeit. Und Marlian ist halt so ein bisschen mehr, okay, wir hauen Victor Burst drauf, Volibear, Camille und dann hilft die Ocean Storm mit der Regeneration auch nicht so. Also, ne, es ist halt... Ja, aber ich meine, Marlian ist halt auch absolut nicht in der Situation, gerade über eine Soul nachzudenken, wenn Hive zwei Dragons hat. Nee, absolut nicht. Also, wenn man jetzt vom Wunschszenario spricht, wenn sie natürlich diese 4 Ocean Dragons kriegen würden, dann 10% Ratchen hätten und dann noch die Soul obendrauf, klar wäre das wunderschön. Das würde aber auch bedeuten, dass sie die nächsten 20 Minuten sehr, sehr stark spielen und sehr, sehr aufdrehen müssen nochmal. Taktik, der will schon erstmal an diesen Gameplan ran und hier halt auch mal Toxi zum Ulten zwingen. Schafft er auch erstmal. Toxi, der muss jetzt auch erstmal Base gehen, denn er ist low. Und ich bin immer wieder verwundert, wie viel Damage Taktik, also halt auch Volibear als Pick, einfach dabei hat im Early Game. Retromaster. Ja, die Ultimate, die war schön gedacht, ging leider daneben. Taui, der will sich jetzt hier mit Anove messen. Anove hat natürlich einen Turret in der Nähe. Das heißt, muss es auch schnell gehen, aber Taui, der gibt sich hier einfach nichts. Ja, der sagt Gwen Power. Dawning Shadow geht nochmal durch, um Anove zu shielden. Und ja, Chaos Storm ist natürlich auch raus. Also alle Ultimate Abilities wurden hier erstmal geused und ich will halt schon fast sagen verschwendet. Hostile Takeover, um hier den Anova in Berserk zu kriegen und man will hier diesen Pick einfach. Jetzt sogar mit Flash von Radioactive ein Autotech oder ein Handshake müsste doch sein. Nein, das reicht nicht. Mittlerweile Mitte. Gleep hier auf dem Swain. Der kann ja natürlich wunderbar den Gegner slowen mit seinem Realize. Und jetzt haben wir aber einen Reset für Church of Volio. Wir haben einen Stormbringer, der wieder auf den Turret geht, um Turret zu dieselben. Retromaster, du gehst down. Und jetzt haben wir hier einen Church of Volio. Liegt gerade echt einfach nur alles an dir mit den Resets, die da rumliegen. Aber ich glaube, der muss sich da raustrauen. So, und du darfst mir das jetzt sehr gern mal alles analysieren, in der Hoffnung, dass Church of Volio nicht noch gedived wird. Natürlich wird er noch gedived. Das Shutdown wird abgeholt. Und es gibt mir so ein bisschen Flashbacks ans letzte Game, an den Fehler, den ich angesprochen habe, dass sie eben einer nach dem anderen abgeholt werden. Ja, das ist im Endeffekt die ganze Zusammenfassung. Also, wir haben vorhin darüber gesprochen, was Malians Botlane da macht. Jetzt ist so der Moment so, Hive? Warum? Also, warum gehen wir hin und sagen uns, wir müssen jetzt diesen Victor dort auf Teufel komm raus diven und wir müssen durch den Turret durchrennen? Gerade mit der Low-HP Gwen. Also die Renata hätte halt einfach easy tanken können. 2 Hits hätte rausgehen können. So 2 Hits länger der Gwen die Zeit zu geben und dann Turret zu diven. Und der Kill ist sicher auf Victor. Man hat sich dann dafür entschieden, die Renata-Ulti zu benutzen, die halt, wenn kein Gegner halt in der Nähe ist, nicht useless ist, aber schon sehr, sehr stark daran grenzt. Und in der Mitte war das halt auch wieder so eine Situation, man hat auf Radioactive keine Ulti mehr zur Verfügung, weil man sich geschossen hat und jetzt geht hier nochmal ein Fight los. Jetzt geht's hier schon wieder los. Taui, der muss jetzt hier natürlich die Frontline spielen und so tanky wie möglich sein. So, Diego holt sich den Herald, der Chaos Storm, der ist absolut massive. Hier kommt der Shurima Shuffle, das ganze blaue Team, Herr Marlin, die sind auf einem Haufen und die werden jetzt auch gehostile Takeover. Das sind nur noch 3 Leute übrig hier mit Gleep in der Frontline meanwhile. Er hat aber keine Demonic Ascension ready. Trotzdem reicht es hier an Nove und Taktik, die sind halt so low, aber Gleep, der ist auf der Jagd, der will hier Radioactive und oder Retromaster. Er entscheidet sich erstmal oben lang zu gehen. Er trifft nicht mit dem Root, um dann wieder zurückzuziehen. Das heißt, an sich hätte das Ganze schlimmer ausgehen können, aber ich glaube trotzdem für beide Teams nicht wirklich, was man sich wünscht. Es geht noch weiter. Taktik, der ist halt wieder auf der Jagd. Stormbringer, aber warum? Stormbringer wird er geholt. Das war ja mal absolut. Aber Taktik, warum? Er war doch, also ne, Retromaster war tot. Wenn er in die andere Richtung ultiert, überlebt er und Retromaster ist tot. So stirbt er und Retromaster ist nicht tot. Also. Da würde ich halt hingehen und sagen: Bro, du hast jetzt erstmal die Aufgabe, wie Vokabeln damals lernen, die Renata W auswendig zu lernen.
Ja, hier haben wir Church of Volio, der wieder absolut aggressiv reingeht. Es wird erstmal nichts hier. Radioactive gibt noch seinen Buff obendrauf. Und ich muss da auch sagen, ich glaube, Tactic hat das entweder gerade gemacht, weil er einfach nervös ist, oder für Content, weil es halt einfach so episch ausgesehen hat. Was auch ziemlich episch wäre, wäre auf Soulpoint zu kommen. Ja, und das will hier Church of Volio mit seinem Team natürlich. Sein Smite ist ready. Hier haben wir aber auch einen Gumbi, der einen Triggerfinger auch genauso ready hat wie Volio auf seinem Smite. Und erstmal muss sich hier Hive durch die Choke durchkämpfen, was, glaube ich, gerade einfacher ist als gedacht so far. Retromaster, der versucht es nochmal mit einer Ulti, wehrt natürlich erstmal nichts, aber jetzt fängt man den Dragon an. Ja, aber jetzt ist wieder so eine wichtige Teamfight-Ulti einfach verschossen worden von Retromaster und jetzt hat man halt auch wieder Probleme. Ich bin mal gespannt, wer sich diesen Dragon hier holen kann. Oh, Hostile Takeover sieht gut aus und der Viego bekommt den Dragon und der Fight geht jetzt natürlich voll ab. Ein Gumbi ist in der Backline auf Radioactive und Glip mittlerweile, der geht jetzt natürlich auch down, der geht nicht down, der hielt sich hier durch. Church of Volio versucht nochmal was zu machen, aber es ist gerade einfach wirklich gut hier für das Blue Team, für MarlianeSports, denn sie haben jetzt gerade 4 Member geholt und Toxi, den kann man vielleicht auch noch holen. Ja, er muss da Swain ausweichen, Taktik rennt auf ihn zu und es ist das Ace! Wir haben Death-Timer von 10 bis 25 Sekunden. Das könnte sogar der Inhib sein. Ja. Ah, nee, Inhib ist es nicht, aber es wird der Turret sein, weil, also Inhib wäre jetzt wirklich, wirklich greedy. Also da wird man alles wieder wegwerfen, was man sich erspielt hat. Ja. Ich sag's gerne nochmal. Retromasters Ulti ist, glaube ich, halt auch so ein Key-Ding, was dem Volibear es erübrigt, einfach reinlaufen zu können. Ohne Ulti zu drücken. Solange Retromaster, glaube ich, die Ulti hält, kann Tactic nicht einfach reinrennen, ohne Ulti zu benutzen, um auf jemanden draufzukommen. Und so ist es natürlich halt auch schwierig, weil so hat Tactic halt immer die Option, immer erstmal drauf zu rennen und die Ulti dann später zum Hinterherkommen dazu zu benutzen. Es war natürlich unlucky gewesen auch, dass Glieb nicht gestorben ist. Es war wirklich knapp gewesen. Das war aber auch kommunikationsmäßig, glaube ich, nicht so gut von Hive. Ich glaube, Hive hat da... War da nicht auf derselben Page, was fokust man? Weil die Renata-Ulti geht offensiv, ist in Ordnung. Man hat auch dadurch zwei Leute, ich glaube, es waren Victor und Gumbi, waren das, glaube ich, die beide von der Ulti getroffen wurden. Das war okay. Aber dann muss man sich halt dafür das Target entscheiden, was dann halt in der eigenen Backline ist und nicht unbedingt versuchen zu committen, die beiden Targets, die gegeneinander fighten. Man hat halt dann auch gesehen gehabt, Gumbi überlebt lange, Anova hat überlebt, so, da muss man gucken, dass man die Fights da besser spielt. Ich glaube, es wäre auch wirklich nicht verkehrt, jetzt für Hive zu sagen, hey, lasst uns einen Chokepoint bespielen mit der Renata-Ulti. Renata-Ulti ist so stark. Wir haben Asia, Shurima, Shuffle. Lasst uns da einfach Chokepoints bespielen. In Chokepoints sind wir stark. Wir können poken. Let's go. Ja, das muss man halt echt sagen. Aber es ist halt immer dieser hitzige Kampf um die Objectives gerade. Und da hat man halt eben auch keine Zeit, wenn ein Team dran ist. Entsprechend, ja, wenn es jetzt um diese Turrets geht, da ist das natürlich ein bisschen einfacher, wie du es gerade beschreibst. Aber Hive hat selber gestartet. Ne? Also, ja, das ist so. Ja, das ist das Ding. Wenn Hive hier nicht den Dragon startet, sondern wirklich diesen Chokepoint einfach hält, glaube ich, können sie das viel einfacher spielen, weil dann muss Malian reinlaufen in sie. Und das ist ja das, was Hive will, aber als kompletter Squad. Boah, jetzt aber hier, Taui, der will Anova haben und das ist natürlich das AP-1v1. Die Teleports, die werden auch schon gezogen. Die Camille kommt dazu, der Shuffleman kommt dazu, aber der ist jetzt halt auch ein bisschen too late. Da kommt der Shuffle, da kommt das Emperor's Divide, aber Toxi ist so low und jetzt einmal noch Anova, der flasht da nochmal defensiv raus. Es reicht hier, um Toxi unter seinem Turret zu holen. Mittlerweile haben wir hier Nasher, der angegangen wird und das TP von Anova geht nach oben, damit man eben zu viert ist und ich muss es gerade einfach sagen, es ist ein absolutes Desaster für Hive gerade. Ja, leider. Aber jetzt vielleicht nochmal die Hero-Ulti von Radioactive, aber ja. Es sei denn, Volio, all eyes on you. Nee, es war natürlich ein guter Versuch, aber das wäre zu schön gewesen, wenn man den Nash hier noch hätte stealen können. Ja, das wäre so wichtig geworden für Hive. Und es ist halt wirklich ein Desaster, weil jetzt sieht man halt das, was ich im ersten Game gesagt hatte, Execution ist halt so viel einfacher von Marlins Teamkombination. Jetzt ist es wirklich einfach nur für sie
ja, in Objectives reinrennen und ja, diese Objectives halt einfach kontrollieren. Man hat den Victor, der halt auch super gut in Chokepoints ist, über seine W legt es ja da einfach rein und es ist wirklich schwierig und ich glaube auch, das, was da eben gerade auf der Botlane passiert ist, auf Hive, ich glaube, man muss da halt auch einfach akzeptieren, dass Taui tot ist. Ich weiß nicht, ob da unbedingt Asia hintipien muss, weil es war eine 1 gegen, es war eine 2 gegen 1 Situation aus Marlins Seite aus und ich glaube, das wäre halt auch ein Engel, einfach als Hive zu sagen, wir opfern Taui für den Nash. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht gewesen, tatsächlich. Ich bin immer noch ein Viego-Freak und ich sage immer noch, okay, der hat jetzt den super-duper-squishy-Build gewählt. Ich weiß auch nicht, ob das die richtige Wahl ist. Klar, wenn man jemanden runterbursten kann, aber können sie halt nicht so richtig. Wir haben jetzt einen Dragon, der spawnt in 10 Sekunden. Jetzt müssen wir schauen, was die Teams machen. Retromaster mit einem aggressiven Flash nach vorne geliebt. Der kann noch reagieren und flasht auch erstmal weg. Da hat man aber Flash für Flash getradet. Und ich glaube, das nächste Mal mit der Ulti, da kann man vielleicht für einen Catch suchen. Ja, aber jetzt. Sind Flashbacks. Also, das hatten wir vorhin 1-1. Und dann ist Retromaster halt auch einfach gestorben danach. Weil er halt diesen Flash nicht mehr zur Verfügung hat. Also, ich glaube, hier für eine Flash-Ulti zu gehen und den Flash von Swain rauszuholen, ist, glaube ich, lange nicht so viel wert, wie den Flash selber als Retromaster zu haben. Ich glaube, das ist nicht der Trade, auf den du hier unbedingt eingehen möchtest. Also, ich möchte mal ganz kurz sagen, weil du eben gerade auch Items angesprochen hast. Ganz komisch, Camille ist auf Divine Thunderer und steht, ne, 6-3. Also das Game ist halt auch besser für sie, aber Divine Thunderer ist halt auch so ein so viel besseres Item. Ich möchte es halt einfach nur mal am Rande erwähnen. Ja gut, aber Divine Thunderer wurde ja genervt und Trinity Force nicht, also... Ja, aber Trinity... Ich mach nur Spaß. Everfrost wurde auch genervt und es bleibt halt auf Lysandra zum Beispiel trotzdem das beste Item, weil... das Kit halt einfach ultimativ dafür ist. Und dasselbe sehe ich halt auch einfach bei Gwen. Camille. Das Kit ist einfach so gut auf Camille, Divine Thunderer zu bauen. Es gibt natürlich auch Momente, klar, da ist auch Trinity Force auch wirklich ein gutes Item, aber die Momente finde ich eher rar und finde ich hier nicht in dem Game unbedingt gegeben. Ja, yep. Oh, hier, Church of Volio, du könntest jetzt im Bedrängnis sein, mein Freund. Der Hextech Cage, der kommt hier raus. Man kommt da natürlich nirgends hin. Ja, wird noch am Leben gehalten von der Renata. Aber das ist wieder so ein Pick. Und das darf jetzt einfach nicht passieren, ja. Ich bin hier, um das Ganze zu hypen. Aber ich glaube, jetzt mit dem Stormbringer und mit dem Gumby, der da reingeht, könnte das das Ende sein. Radioactive, der droppt ganz schön low. Ein bisschen weit nach vorne gehen sie jetzt. Wir haben Taui, der da in guter Gwen-Manier hier allein im ganzen Team ist. Aber der kann natürlich auch nichts machen. Er hat nicht so ein Lead wie im letzten Game. Wieder ein Shutdown noch von dem Varus auf die Camille. Ein wichtiger Shutdown, damit wir da wahrscheinlich auch sein zweites Item fertig haben. Noch wichtiger wäre jetzt aber natürlich erstmal seine Base verteidigen zu können. Radioactive, der wird hier gesloat von dem Auge von Sauron von Gleep. Wir haben jetzt den Turret, um weiteres Vorgehen erstmal abzuschirmen. Aber ja, es sieht immer noch etwas düster aus, weil einfach halt diese Long-Range-Pokes und Catches, besonders auch Taktik mit seinem Movement-Speed-Build, das ist einfach so stark gerade auf Seiten von Marlin Esports. Olibär ist auch einfach ein unfairer Pick. Bolibär ist ein absolut unfairer Pick, weil dieser Champion ist so gut in Movement Speed, aber Nova. Oh, Toxi, der will jetzt hier nochmal zeigen, was er drauf hat mit seinem Asia. Und er zeigt es uns auch. Es ist nochmal ein Shutdown für Retromaster. Ja, noch ein Shutdown für den Retromaster und ey, pff. Der Varus ist jetzt online. Also, das war nicht so gut gewesen von Marlian. Das war wirklich sehr, sehr gut für Hive, weil man war in der 3 gegen 5 Situation, nee, in der 5 gegen 4 Situation und man hat 1 für 1 getradet, was mich so ein bisschen jetzt noch stört. Und das ist mir eben gerade halt aufgefallen, ich weiß nicht, ob es jedem aufgefallen ist, aber Asi hat in der Mitte den Turret gestellt. Jetzt ist er auch gerade kaputt gegangen. Ich bin mir nicht sicher, aber mir ist es, ich weiß nicht, ob es dir schon passiert ist, wenn du mal Asi gespielt hast, vielleicht im Aram oder so, aber mir ist schon so häufig passiert, dass ich aus Versehen Rechtsklick auf den kaputten Turret gemacht habe und auf einmal steht der Asi-Turret da, obwohl ich es gar nicht wollte. Ich weiß nicht, ob Toxi das vielleicht auch gerade passiert ist, weil der Asi-Turret hat dir nichts gebracht. Ich glaube, den Asi-Turret hier willst du eigentlich nur halten für eine Situation zum Beispiel, dass du in der Midlane auf den gegnerischen T1-Turret dein Turret hinstellst und dann sagen kannst, okay, du musst ins Objective rein. Einfach für Auto-Prio. Oder wenn die Gegner dann siegen wollen, dass du dann den Turret hinstellen kannst, wenn deiner kaputt ist.
Ich glaube, da in der Situation, wo eh es klar ist, dass Malian rausgeht, ist es, glaube ich, nicht so useful, den Turret zu stellen. Du hast nett gefragt, so ist dir das auch schon passiert als Asia, dass du aus Versehen so einen kaputten Turm rechts klickst? Nee, ich habe mich ja schon als Viego-Main geoutet. So. Mir ist nur bisher passiert, dass ich in ADCs reingegangen bin, wo ich eigentlich gar nicht drin sein wollte, aus Versehen dann geone-shottet werde. Hust, hust. Einfach so, kann auch passieren. Ist bisher Volio noch nicht wirklich passiert, weil er halt noch nicht so viele Resets bekommen hat, das Game. Das wollen wir jetzt aber ändern. Wir haben Gumbi hier, der den Flank hat, und wir haben jetzt wieder einen Teamfight. Ja, Taktik, der rennt hier jetzt schon wieder rein und Tox, dieser Drop gefährlich low. Der Stormbringer, der geht hier wieder rein und Church of Volio, der kommt eben nicht zu seinen Resets gerade. Ja, Retromaster, der wird vom Chaos Storm einfach weggeholt. Und auch Church und Folio, der ist jetzt down. Wir haben nur noch Toxi, wir haben Taui und Radioactive, die jetzt hier die Hoffnung von Hive noch am Leben halten müssen für dieses 8-0. Taktik, der will hier Radioactive sich erstmal schnecken und annehmen. Der Turret, der hat jetzt vielleicht auch was dagegen einzuwenden. Jawohl. Meanwhile, Mitte Inhibitor, ja. Oh, wir haben hier noch einen TP, der unterbrochen wird. Toxi, kannst du da noch mal rauskommen? Nein, kannst du nicht. Gleep holt sich den Kill und jetzt ist es nur noch Taui mit Radioactive zusammen. Ich meine, ja, Gwen, die hat natürlich das Potential des Needlework, das drückt echt massiven Damage hier. Also Gumbi und Taktik, die Frontline, die sind erstmal ein bisschen low. Die wollen sich jetzt auch auf den Inhibitor, ja, stürzen fürs Erste. Und nach wie vor, es ist noch nicht Game, aber es sieht sehr, sehr stark danach aus. Ja, wobei, naja, also man kann sich vielleicht jetzt hier die Soul holen, ne? Also, das wäre jetzt nochmal natürlich so ein Breaking Point, aber Volio wird hier nochmal gecatcht. Oh ja, Volio, du musst am Leben bleiben, damit du da noch smiten kannst. Aber nee, das ist auch noch der Teleport von Taui, der durchkommt. Aber der Drache ist natürlich schon down. Die guten Spieler von Malian, die haben sich das halt schon geholt und die sind jetzt straight auf dem Weg zum Baron Nashor. Also was mir wirklich auch gut gefällt, ich meine, klar, wir sind natürlich hier Hive Boys, ne? Wir wollen Hive gewinnen sehen, aber man muss halt auch einfach respektieren, was Malian hier gerade macht. Die spielen das absolut clean jetzt gerade runter, jetzt so die letzten 2-3 Minuten, weil sie hätten auch greeden dafür können, das Game hier zu finishen eben, und sie haben sich dafür entschieden, nur einen Nexus zu nehmen, das Tempo zu verwenden, um im Jungle Vision aufzubauen, Volio zu catchen und den Dragon zu sichern, damit die Gegner halt einfach keine Soul bekommen. Und das zeigt halt auch schon, dass Malian hier, trotz dessen, dass sie vielleicht 2-4 stehen, sie waren vielleicht so ein bisschen, nach dem, was man bisher gesehen hat, so ein bisschen vielleicht der Underdog, was dieses Match jetzt anging, auch vor allen Dingen nach dem ersten Match. Aber ich finde es absolut respectable, wie die sich jetzt hier zurückgekämpft haben in dieses Best of Two und einfach zeigen, was sie drauf haben. Hive würde ich jetzt noch nicht komplett abschreiben, aber es ist wirklich sehr schwer. Also Hive muss jetzt hier die Möglichkeit finden, dem Viego endlich mal ein Reset zu bringen. Nach Möglichkeit vielleicht sogar den Volibear oder die Camille, dass man einfach selber auch einen Frontliner auf seiner Seite hat. Und vor allen Dingen sollte man jetzt die Option geben, Retromaster viele Autotags anzubringen. Der Junge ist jetzt auf 2,5 Items. Der fittet da schon gut. Jetzt hier oben Taui, und das sind eben wieder diese Catches, die so hier durchkommen. Ja, das Team ist da, aber das ist halt so ein kleiner Micro-Catch. Dein Team ist in der Nähe, aber eben nicht nah genug. Taui, der geht schon down, bevor der finale Fight überhaupt angefangen hat. Und das ist halt wieder absolut kritisch für Hive jetzt. Ja, und ach, ich sag's jetzt halt auch einfach. Das Rabadons letztes Game fand ich respectable, aber weil man dann auch so gut im Game war. Das Rabadons hier fühle ich absolut gar nicht. Also da hätte man sich für eine tankigere Variante entscheiden können, wie zum Beispiel in Sonjas. Ah, Retromaster, aufpassen. Ja. Stormbringer und Dawning Shadow, das geht jetzt alles rein an Nova und Gleep. Die droppen jetzt erstmal schön low und müssen erstmal golden gehen. Es könnte vielleicht noch das Comeback sein hier. Wir haben jetzt Gleep, der nicht mehr aufzuhalten ist, denn es sind drei Leute schon down jetzt, weil Tau ja auch immer noch gar nicht dabei war. Der spawnt jetzt gleich noch, aber es ist nur an Nova, der down gegangen ist bisher. Und der Nexus, der hält halt auch nichts mehr aus im Late Game. Wenn sie jetzt einfach nur Nexus hitten, dann wird das Game gewesen sein. Und jawohl, der erste Lose in dieser Season. Meine Freunde, der erste Lose für unser Division 4 Hype-Team. Ja gut, ne? Nichts hält ewig. Ja gut, also ne, die Zuschauer haben es eben gerade noch gesehen gehabt. Also bei mir auf dem Screen stand gewonnen. Also ne, wir haben, ach so. Haben wir gewonnen, aber nur halt an Erfahrung. nein, Spaß beiseite. Ich wollte es einfach nur, ne, ich wollte einfach ein bisschen aufheitern, auch halt hier an die Boys und Girls, die von Hype hier zugucken. Sehr, sehr schade. Ja.
War, glaube ich, nicht unbedingt nötig, aber es hat sich halt einfach so ein bisschen dann abgezeichnet, was dann im Midgame passiert ist, gerade halt an diesem Dragonfight, wenn wir uns da jetzt so ein bisschen daran zurückerinnern. Ich finde, da hat man auch so ein bisschen das Game aus der Hand gegeben und dann waren das wieder so Entscheidungen, wie zum Beispiel dieses, man TP'd auf die Botlane, um das 2v1 zu verhindern und stirbt mit beiden Membern und man kriegt keinen Kill. Mhm. Und man gibt sogar noch den Nash ab, anstatt halt einfach zu sagen, man opfert einen und kriegt den Nash dafür. Und man gibt dann halt auch einfach die Option, dann wieder ein bisschen mehr Pressure in die gesamte Karte reinzubekommen durch diesen Nash-Buff. Ich glaube wirklich, die Entscheidungen, die halt einfach getroffen wurden von Hive, waren dann ausschlaggebend dafür, wie das Game dann am Ende des Tages gelaufen ist. Aber man muss halt auch dazu sagen, ich finde halt auch ganz ehrlich, dass ja, Malian hier wirklich auch eine gute Performance gezeigt hat. Das muss man auch einfach so anerkennen. Und ja, das ist ein 1-1, aber es ist auf jeden Fall im Playoff-Rennen noch alles möglich. Für Malian ein kleiner Befreiungsschlag, ja, finde ich. Weil so, wenn wir uns jetzt die Division halt anschauen, Malian steht jetzt 3-5 in der Division. Das ist okay. Ja, dadurch haben sie sich zumindest gehalten auf ihrem Spot. Und auch Hive hat jetzt ihren First Place noch nicht abgegeben. Gut, GHR eSports hat noch kein Match gespielt. Ja, also die sind sogar 2 Matchdays hinten. Nichtsdestotrotz, es war auf jeden Fall wichtig für Hive, dass sie hier zumindest ein 1-1 holen und für Malisram auf jeden Fall auch. Ja, also ich glaube, man kann von beiden Seiten ganz zufrieden sein mit den Resultaten von heute, würde ich jetzt doch sagen. So, ja gut, es ist der erste Lose, das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen demotivierend, wenn es doch bisher immer so rund lief und wie ich gesehen habe, halt wirklich auch gegen gute Teams. Trotzdem, ich habe vorher gesagt, nichts hält ewig und man hat halt auch einfach mal ein Game, was man nicht gewinnen kann. Ja, wir haben jetzt halt auch einmal gesehen, Kindred ist halt einfach besser als Viego, ne? Also das war die Kindred-Difference. Ja, also Kindred war wirklich ein sehr, sehr schöner Pick. Ich bleibe doch dabei, ich habe den Viego hier in dem Game einfach nicht so gefühlt, einfach weil er halt auch nicht so in diese Combo gefittet hat und weil du ihm halt einfach unglaublich schwierig Resets ermöglichen kannst, wenn das Game even ist. Und es war ja auch bis zu einem gewissen Grad, bis ich glaube so 25 Minuten war ja Gold wirklich komplett even gewesen. Und dann ist es halt auch einfach schwer mit der Combo, die Hive hat, Viego diese Resets zu ermöglichen. Viego steht halt einfach drinne. Er macht zwar Schaden, aber er survived halt auch nichts. Also nicht nur mit dem Build, sondern Viego als Champion ist jetzt nicht der tankigste. Dementsprechend, wir reden ja hier gerade hier mit unserem Viego OTP. Er hat sich ja jetzt schon geoutet. Ich glaube, das Item-Build hat dann noch sein Nötiges dazu getan. Aber ich glaube, die Combo war, glaube ich, der Breaking Point, weswegen der Viego hier einfach nicht aufgepoppt ist. Ja, mein Gott, Mund abputzen, weiter geht's. Man steht 7-1, let's go. Ja, auf jeden Fall. Eben, man kann jetzt noch streiten, wäre Divine Sandra besser gewesen? Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ich habe die Idee schon gesehen, dass man sagt, ey, ein Reset brauchen wir, da müssen wir alle zusammen einen One-Shotten. Dafür war sein Bild natürlich nicht schlecht. Aber eben, ich glaube, das muss man gar nicht überanalysieren. Man gewinnt 7 Games, man verliert 1. Also wenn man mit dieser guten Winrate weitermacht, dann kommt man noch sehr, sehr weit hier in der Prime League. Ja, das denke ich auch. Also, ne, für Hive ist hier noch alles offen und ja, hey, wir drücken einfach weiterhin Hive die Daumen. Ich kann mich erstmal nur bei dir bedanken, ne, für den tollen Spieltag, den ich mit dir kommentieren durfte. Danke an die beiden Teams, an Hive Frost und an Malian für die beiden Games. Waren wirklich super tolle Games, hat echt Spaß gemacht. Ich würde sagen, ich lasse dir das letzte Wort. Von meiner Seite aus einfach nochmal vielen herzlichen Dank. Schaltet gerne ein hier bei Hive. Ich glaube, morgen spielt Smash hier auf dem Kanal und am Wochenende gibt es dann wieder auch vom Main Team Action. Also ne, schaltet dann gerne ein und das letzte Wort gebe ich gerne rüber an Alisrem. Ja, natürlich auch dir sehr, sehr großen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Auch danke an Hive hier für diese Möglichkeit, einfach dabei zu sein mit diesen ganzen coolen Leuten, mit den coolen Teams. Natürlich auch danke an die Opponents hier, die sich
fleißig gewehrt haben heute. Ja, so MarlianeSports und Project Hive, die haben natürlich ihr Bestes gezeigt heute. Mich als Viego-Main haben sie ein bisschen traurig gemacht, so mit dem Viego-Lose, aber nun gut. Es soll so sein, der Nerf war ja auch irgendwo, ja, der ist halt da. Trotzdem, ich glaube, alle haben jetzt schon den Montag hinter sich, haben jetzt noch einen wunderschönen Stream gehabt heute und dürfen weiterhin die Woche genießen. Eben morgen geht es weiter mit noch mehr Content. Smash wurde gesagt. Ist natürlich auch ein ziemlich cooles Spiel zum Zugucken. Schaue ich selber auch immer wieder gerne mal. Also nicht verpassen, einschalten und hau da rein.